Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, im Namen aller Veranstalter, dem Berliner Aufarbeitungsbeauftragten der Deutschen Gesellschaft und der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Diskussionsabend. Wir freuen uns, dass Sie nach einem langen Konferenztag sich wieder zugeschaltet haben, beziehungsweise dass Sie sich neu eingeschaltet haben, wenn wir heute Abend über den Osten diskutieren wollen, wohl wissend, dass wir mit dem Osten ein Feld aufmachen, das vielleicht gar nicht so pauschal bezeichnet werden kann. Wie auch immer, in diesem Superwahljahr 2021 stehen die ostdeutschen Bundesländer sicherlich wieder einmal ganz besonders im Fokus des öffentlichen Interesses. Seit der Landtagswahl vor 2 Tagen in Sachsen-Anhalt versuchen die Leitartikler und Kommentatoren Land auf, Land ab zu erklären, wie es zu diesen ja durchaus bemerkenswerten Wahlergebnissen gekommen ist. Sie versuchen, die Lage in Ostdeutschland zu analysieren und sie fragen danach, welche Erwartungen wir haben können im Hinblick auf die folgenden Landtagswahlen im Herbst in Thüringen, in Mecklenburg-Vorpommern und bei den Bundestagswahlen in diesem September. In den letzten Tagen und Wochen war Ostdeutschland ja wieder sehr in den Schlagzeilen und in aller Munde, wieder einmal, wird man wohl sagen können. Hier, so scheint es, sind die Menschen besonders enttäuscht von der Politik. Hier scheinen Rechtspopulisten besonders viel Zuspruch zu bekommen. Hier macht sich trotz so vieler Erfolgsgeschichten auch viel Enttäuschung über die deutsche Einheit breit. Dabei sind in den Medien in den letzten Tagen auch wieder zahlreiche Klischees über den Osten transportiert worden. Aber wir erleben vielfach auch eine sehr differenzierte Auseinandersetzung, bei der die vielfältigen gesellschaftlichen und politischen Veränderungen der vergangenen 30 Jahre zunehmend in den Blick geraten, die ganz unterschiedlichen Lebensläufe der Menschen mit ihren Prägungen aus DDR-Zeiten und ihren ganz individuellen Transformationserfahrungen. Nachdem wir uns im Laufe des bisherigen Konferenztages sehr intensiv mit den politischen und wirtschaftlichen Umbruchprozessen in Deutschland und Ostmitteleuropa seit 1989-90 beschäftigt haben, wollen wir nun heute Abend an diese ganz aktuelle Diskussion anknüpfen und danach fragen, wie tickt er denn nun eigentlich, der Osten? Aber auch, wie sieht der Osten sich selbst nach 30 Jahren deutscher Einheit? Wie sind die gegenwärtigen Entwicklungen in Ostdeutschland zu erklären? Welche Ursachen sind auszumachen? Und wie wird es in der Gegenwart und in der Zukunft weitergehen? Diese und natürlich viele weitere Fragen wollen wir mit einem sehr sach- und fachkundigen Podium diskutieren. Ich freue mich, dass wir die Podianten für die Teilnahme gewinnen konnten. Ich darf Ihnen zunächst die Sozialwissenschaftlerin und Meinungsforscherin Jana Faus ankündigen, die uns mit aktuellen Zahlen und Daten eine faktengesättigte Grundlage für die Diskussion geben wird. Anschließend diskutieren dann gemeinsam auf dem virtuellen Podium zusammen mit Frau Faust der ungarische Historiker und Schriftsteller György Dalos, der Chefredakteur der Berliner Hauptstadtzeitung Der Tagesspiegel Lorenz Marold, die Psychoanalytikerin Annette Simon und nicht zuletzt der Ostbeauftragte der Bundesregierung Marco Wanderwitz, der ja in der zurückliegenden Diskussion eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Moderiert wird das Gespräch von der Journalistin Sabine Dahl vom Inforadio des RBB. An dieser Stelle allen Beteiligten nochmal ein herzliches Dankeschön dafür, dass Sie bei diesem Online-Gespräch mit dabei sind. Bevor es richtig losgeht, möchte ich die Gelegenheit noch nutzen, um Sie auf die Fortsetzung unserer Veranstaltungsreihe Zukunftswerkstatt Einheit hinzuweisen, von der dieser heutige Diskussionsabend ja ein Teil ist. Nach der Sommerpause ab dem 7. September wollen wir einmal mehr die Entwicklung im Vereinigten Deutschland seit 1989-90 unter ganz unterschiedlichen Perspektiven beleuchten und die sich daraus ergebenden Aufgaben und Herausforderungen für die Gegenwart und für die Zukunft diskutieren.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Nun aber darf ich zunächst das Wort übergeben an die Moderatorin des heutigen Abends, Sabine Dahl. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Grünbaum, Robert Grünbaum, stellvertretender Geschäftsführer der Bundesstiftung für die Aufarbeitung der SED-Diktatur in Berlin. Also er ist praktisch der Hausherr und normalerweise würden wir ja natürlich jetzt alle tosenden Applaus spenden. Aber noch müssen wir unter Corona-Bedingungen miteinander diskutieren und das werden wir tun. Ich freue mich sehr. Ich sage gleich auch noch was zu unseren Diskutanten. Hier nochmal Spoiler-Alarm, wir haben Marco Wanderwitz da. Aber zunächst noch zwei Worte zu mir. Sabine Dahl, freie Journalistin in Berlin und Brandenburg, hauptberuflich Moderatorin und Reporterin beim RBB Inforadio. Ich bin gebürtige West-Berlinerin, also Insulanerin, 21 Jahre lang wunderbar beschützt auf dieser Insel, auf dieser bundesrepublikanischen Insel in der DDR gelebt und danach dann gleich als neugierige Reporterin hinaus in das neue Land. Und ich habe nicht nur Arbeit gefunden, sondern ich habe auch Freunde gefunden und meine Potsdamer Freunde haben mich dann relativ schnell, muss ich sagen, zum Ehrenwossi auf Lebenszeit ernannt. Dieses also jetzt erstmal zu mir persönlich, alles Weitere später. Genau wie Sie es gesagt haben, lieber Herr Grünbaum, wir haben viel gehört heute schon, die Transformation in politischer Hinsicht, in wirtschaftlicher Hinsicht in den europäischen Zusammenhang gestellt. Aber ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, was Jana Faust noch alles zusammengetragen hat. Denn also Jana Faust ist geschäftsführende Gesellschafterin der Politics Research GmbH und sie hat an so ein paar Ost-West-Klassiker, hat sie in einer neuen Studie erfragt, aber sie hat auch einige neue Erkenntnisse für uns. Bitte bringen Sie uns in das Thema rein, Frau Faus. Herzlichen Dank für die nette Anmoderation. Ich glaube, die Technik wird gleich mein Bildschirm teilen. Was ich Ihnen heute vorstellen möchte, ist eine Studie, die wir in Kooperation mit der Bertelsmann Stiftung durchgeführt haben, wo wir im Grunde einen Blick ein bisschen ändern wollten und nach Gemeinsamkeiten gucken, was welchen Common Ground haben wir denn in Deutschland? Wie wollen wir zusammenleben? Wie definieren wir uns? Nächstes Slide bitte. Hervorragend. Ui, das ist so klein, dass ich selbst kaum lesen kann. Also die Studie ist eine hauptsächlich qualitative Studie, die ist leider in die Corona-Pandemie gefallen. Wir konnten anfänglich noch zu den Menschen nach Hause gehen, das haben wir gemacht. Wir haben mit 50 ost- und westdeutschen Menschen gesprochen, saßen bei ihnen im Wohnzimmer und haben sie gefragt, wie ist ihr Blick auf die Welt, wie ist ihr Blick auf Deutschland, wie definieren sie sich selbst, was ist ihre Identität. Wir haben darauf geachtet, wir haben Menschen aus Ost- und Westdeutschland sowie Menschen mit Migrationshintergrund, weil wir der Auffassung waren, dass die deutsche Gesellschaft nicht nur durch die Wiedervereinigung oder durch die Wende stark transformiert hat, sondern natürlich auch irgendwie durch Migration sich stark verändert hat. Wir haben mit Menschen gesprochen, die einerseits damals, als die Wende passierte, mitten im Leben standen, rund 30 Jahre alt waren. Und wir haben mit Menschen gesprochen, die heute 30 Jahre alt sind, also im selben Lebensstadium, aber eben diese Erfahrung nicht persönlich miterlebt haben. Wir sind danach, da kam Corona, sind wir leider in eine Online-Geschichte übergeswitcht und haben in einem zweiwöchigen Online-Forum mit den Leuten diskutiert, dann noch Fokusgruppen hinterhergeschoben und haben das nochmal quantifiziert, sodass wir einen recht breiten Datenüberblick haben. Nächstes Slide bitte. Was sehr deutlich ist, erstmal bei dem Blick auf die Wiedervereinigung, was ist es denn eigentlich? Und Sie merken an meiner eigenen Wortwahl, ich bin gebürtige Westdeutsche, ich rede über Wiedervereinigung, so wie es im Westen vornehmlich getan wird. Es sind nämlich zwei sich widerstreitende Narrative sozusagen. Die Wiedervereinigung im Westen sozusagen als eine Rückkehr zum Normalzustand ohne allzu starken persönlichen Impact, während wir in Ostdeutschland viel, viel häufiger über die Wende sprechen, die auch mit einer persönlichen Wende und mit einer persönlichen Wende in der eigenen Biografie zu tun hatte. Nächstes Slide bitte. Aber erstmal muss man sagen, auf die Frage, wie groß war denn eigentlich der Einfluss der folgenden Ereignisse der letzten 30 Jahre auf Deutschland, da sehen wir eigentlich kaum Unterschied. Die breite Mehrheit sowohl der West- als auch der Ostdeutschen und auch der Migranten versteht die Wiedervereinigung oder die deutsche Einheit als die wichtigste, als eines der wichtigsten Ereignisse, gefolgt von der aktuellen Corona-Krise, das ist natürlich klar, und von der Geflüchtetenkrise. Aber, nächstes Slide bitte.
wir sehen auch, und das bestätigt nochmal sozusagen diese zwei unterschiedlichen Narrative, die wir qualitativ semantisch so schon rausarbeiten konnten, der Einfluss auf die Menschen wie Sie ist im Westen deutlich geringer als im Osten. Also auch hier zeigt sich nochmal, ja, stimmt, es hatte für mich persönlich einen größeren Einfluss, wenn ich aus Ostdeutschland bin. Nächste Slide bitte. Aber jetzt kann man sagen, das ist jetzt nun 30 Jahre her, wie sieht es denn eigentlich heute aus? Und wir haben ein Statement abgefragt, eine Zustimmung, ob man aus Ostdeutschland oder aus Westdeutschland kommt, das macht heutzutage keinen Unterschied. Und hier sehen wir, aha, deutlich mehr Westdeutsche stimmen dem zu, während nur rund ein Drittel der Ostdeutschen dem zustimmt. Also tatsächlich ist es offensichtlich so, es macht heutzutage für Ostdeutsche tatsächlich noch mal stärker einen Unterschied, ob man aus Ost- oder aus Westdeutschland kommt. Nächstes Slide, bitte. Also, diese zwei Erzählungen setzen sich sozusagen fort. Im Westdeutschland Wiedervereinigung, die Rückkehr zum Normalzustand. Im Grunde kann man sagen, die Ausgangslage ist, aus westdeutscher Sicht, die DDR ist an ihren politischen und an den wirtschaftlichen Unzulänglichkeiten gescheitert, also in bisschen überspitzt. Ihr habt auch gewissermaßen Schuld daran. Und wir Westdeutschen, wir mussten die finanzielle Last der Wiedervereinigung tragen. Und was sofort mitschwingt, ist in gewisser Weise ein Vorwurf oder eine Erwartung der Dankbarkeit von Seiten der Ostdeutschen, die aus westdeutscher Sicht nicht kam. Auf der anderen Seite, die Wendeerzählung, es war auch ein einschneidender persönlicher Wendepunkt in meinem Leben. Da ist die Ausgangslage eine völlig andere, nicht die Unzulänglichkeit der DDR, sondern es ist erstmal die Montagsdemonstration und im Kern auch meine eigene Leistung oder die Leistung meiner Mitmenschen dafür, dass es eine friedliche Revolution war, die gab es. Und jetzt kommt der Vorwurf in die andere Richtung, der wurde von euch Wessis nicht ausreichend mit Dankbarkeit versehen. Es wird nicht ausreichend anerkannt, was wir hier gemacht haben. Also hier haben wir sozusagen zwei Vorwürfe, die gegeneinander stoßen. Und im Osten kommt dazu, auch danach haben wir in unserem Leben wahnsinnige Transformationsleistungen vollbringen müssen, mit zum Teil wirklich erheblichen Herausforderungen, biografischen Brüchen, allem, was dazugehört. Und auch diese Transformationsleistung habt ihr im Westen nicht anständig anerkannt. Plus, dazu kommt nicht nur, ihr habt es nicht anerkannt, sondern ihr habt auch einiges von dem, was wir lebensweltlich hatten, das funktioniert hat im Osten, was gar nicht schlecht war. Das habt ihr uns genommen und habt es einfach im Westen sozusagen gestrichen und damit auch aus unserem Leben gestrichen. Nächstes Slide, bitte. Und auch das kann man quantitativ sehr schön zeigen. Bei der Frage, Ostdeutsche verdienen mehr Anerkennung dafür, dass die Wende friedlich verlief, stimmen fast 3/4 der Ostdeutschen zu, während nicht mal die Hälfte der Westdeutschen dem zustimmt. Was wir hier aber auch sehen ist, sozusagen im Altersverlauf nimmt das ab. Also der Vorwurf oder die Erwartung der Dankbarkeit ist in der jüngeren Generation deutlich weniger ausgeprägt als in der älteren Generation. Nächstes Slide, bitte. Umgekehrt, ne, spiegelt sich genau dasselbe nochmal wieder. Westdeutschland verdient mehr Anerkennung dafür, dass es die Wiedervereinigung finanziert hat. Das stimmt über die Hälfte der Westdeutschen zu, aber nur 1/4 der Ostdeutschen. Und auch hier sehen wir sozusagen diesen abnehmenden Verlauf. Also je jünger ich bin, desto weniger stark ist dieses Gefühl vorhanden. Nächstes Slide, bitte. Aber wie ist es denn jetzt heute? Das ist sozusagen das, was hinter uns lag. Was ist denn jetzt eigentlich heute? Und auch hier auf die Frage, die Menschen in Ostdeutschland wurden nach der Wiedervereinigung oft unfair behandelt, sagt die Hälfte der Westdeutschen, ja stimmt, das können wir schon anerkennen, das war tatsächlich so. Bei den Ostdeutschen ist dieses Gefühl deutlich ausgeprägter, nämlich mit 83%, die sagen, ja, wir wurden tatsächlich unfair behandelt, Klammer auf, von euch, Klammer zu. Nächstes Slide bitte. Und ich hatte es eben schon gesagt, ne, manche Dinge haben in der DDR besser funktioniert und hätten eigentlich übernommen werden sollen. Dem stimmt nicht mal die Hälfte der Westdeutschen zu, aber über 80% der Ostdeutschen. Und man darf das nicht unterschätzen, was es tatsächlich mit der eigenen Identität auch ausmacht, wenn aus der eigenen Lebenswelt Dinge verschwinden, die man geschätzt hat. Angefangen von einem Geruch, der mich an meine Kindheit erinnert, den ich nicht mehr riechen kann, bis hin zu Kinderbetreuungsangeboten. Also das Spektrum ist sehr weit hier. Nächstes Slide bitte. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich gerade eine Zahl nicht gefunden habe, denn das ist auch etwas. Die Westdeutschen interessieren sich bis heute zu wenig für Ostdeutschland.
sagt etwa ein bisschen weniger als die Hälfte der Westdeutschen, aber 3/4 der Ostdeutschen. Und die Zahl, die ich nicht finden konnte, leider, war eine Tourismuszahl, wie viele Westdeutschen noch nie 30 Jahre nach der Wiedervereinigung ostdeutschen Boden betreten haben. Jetzt höre ich immer häufiger aus den ostdeutschen Bundesländern, vor allen Dingen die an die Ostsee grenzen, dass die große Hoffnung ist, dass jetzt durch Corona sozusagen der Deutschlandurlaub attraktiver wird und dann auch mehr Westdeutsche vielleicht in den Osten kommen. Das halte ich. Ich glaube, das mag schon sein, dass vielleicht die Urlaubsregion attraktiver wird. Allerdings halte ich sozusagen die Vorstellung, dass die Westdeutschen nach Ostdeutschland kommen aus einem Interesse an den Menschen und an der Gegend. Das, glaube ich, ist leider ein bisschen eine naive Vorstellung. Ich glaube nicht, dass das zutrifft. Nächstes Slide, bitte. Und auch heute, nach wie vor, 30 Jahre später, Ostdeutsche werden wie Bürger zweiter Klasse behandelt. Nur jeder fünfte Westdeutsche stimmt hinzu, aber fast 60% der Ostdeutschen sagen, ja, Ostdeutsche werden auch heute wie Bürger zweiter Klasse behandelt. Nächste Slide, bitte. So, das sind jetzt alles erstmal die negativen Nachrichten, aber die guten Nachrichten sind, die Bedeutung dieses Ereignisses nimmt für die jüngere Generation ab. Inwiefern das eine positive Beschreibung ist, können wir noch mal sehen. Aber was dadurch auch abnimmt, ist der Vorwurf, der sozusagen der Gegenseite, der anderen Seite gemacht wird. Also die Konkurrenz dieser beiden Narrative, die geht erstmal im Zeitverlauf zurück. Und das ist jetzt so ein wahrlich positives Finding. Das Gros der Bevölkerung, und zwar unabhängig davon, wo sie leben, sagt, also ein geeintes Deutschland ist alternativlos und es ist auch gut so, dass es geeint ist. Also die Frage, ob es überhaupt legitim ist und ob wir das so beibehalten sollen, die stellt sich tatsächlich nicht. Und wir sehen auch diese unterschiedlichen Perspektiven, die waren durchaus eine Trennungslinie, die durchs Land ging. Allerdings ist sie das nicht mehr. Was gefährlich ist, wir haben andere Trennungslinien und leider ziehen sie sich zuweilen an derselben geografischen und auch soziostrukturellen Grenze entlang, sodass sozusagen dieses Auseinanderfallen und das möglicherweise auch Auseinanderdriften der Gesellschaft tatsächlich weiterhin ein Riesenproblem darstellt. Und ich fürchte, wenn wir es nicht schaffen, diese Trennungslinien immer stärker zu überwinden und immer nur rückblickend Pflaster draufkleben, wie wir es aus meiner oder aus der Sicht dieser Studie mit der Wiedervereinigung getan haben, wird das immer wieder aufbrechen wie eine Wunde, die nicht verheilt ist und sich an anderen Themengebieten Luft verschaffen. Nächstes Slide, bitte. So, jetzt habe ich die ganze Zeit doch nur über Unterschiede geredet und Spoiler-Alarm, ja, auch das war tatsächlich eine der Erkenntnisse der Studie. Wir haben wirklich versucht, mit den Menschen einen gemeinsamen Grund zu finden und es fällt den Menschen wahnsinnig schwer. Ich habe hier das Zitat von Nietzsche rausgesucht. Es kennzeichnet die Deutschen, dass bei ihnen die Frage, was ist Deutsch, niemals ausstirbt. Und diese Frage stirbt tatsächlich nicht aus. Allerdings haben wir es auch bis heute nicht geschafft, eine Antwort darauf zu finden. Lustigerweise, das wird vermutlich immer so bleiben, ist die Idee, früher war es leichter zu sagen, was Deutsch ist. Aber jetzt habe ich das so ein bisschen als Witz abgetan, es war möglicherweise tatsächlich einfacher. Und wenn wir überlegen, welche Transformationsleistungen jetzt vor der deutschen Gesellschaft liegen, die in den nächsten Jahren kommen, fürchte ich, dass dieser Eindruck zunimmt, was zu einer weiteren Spaltung oder zu einem weiteren Auseinanderdriften der Gesellschaft beitragen könnte. Es gibt tatsächlich kein kollektives und inklusives Selbstverständnis davon, was bedeutet es eigentlich, Deutsch zu sein. Es gibt sozusagen Säulen oder möglicherweise Bausteine, die so ein gemeinsames Selbstverständnis abbilden. Allerdings sind die tatsächlich auf einer eher oberflächlichen Natur. Das ist einerseits die Sprache, die in Deutschland aber auch eher als funktionales Tool verstanden wird und nicht mit einem bestimmten Stolz oder einer bestimmten Romantisierung. Die Sprache wird nicht irgendwie als besonders schön oder Ähnliches empfunden, sondern sie hat eine reine Funktion, nämlich wir können miteinander kommunizieren. Okay, das ist ein Baustein. Das andere, und der ist natürlich wahnsinnig ambivalent, ist die deutsche Geschichte. Auf der einen Seite herrscht ein wahnsinniger Stolz auf die alte Geschichte sozusagen vor, das Land der Dichter und Denker, auch der Ingenieurskunst und so weiter und so
fort Bauwerke, die Künste und die Kultur, da gibt es einen starken Stolz. Aber dann kommen natürlich die dunklen Flecken der deutschen Geschichte, die beiden Diktaturen, die nicht aufgearbeitet wurden und es wahnsinnig schwer fällt, sozusagen diesen Stolz, den man auf die alte Geschichte hat, in die Neuzeit zu übertragen und ist immer in so einem ambivalenten Verhältnis dazu. Was sehr, sehr deutlich ist und was tatsächlich, glaube ich, eine Charaktereigenschaft der Deutschen ausmacht, wenn man es so nennen darf, ist eine stark ausgeprägte Arbeits- und auch Leistungsmentalität. Selbst die jüngere Generation, die häufiger sagt, naja, dieser ganze Leistungsgedanke, der in Deutschland vorherrscht, den teile ich nicht und möchte ich auch nicht teilen. Auch die sagen das zwar nicht, wollen das vielleicht wertemäßig gar nicht mehr vertreten, aber in allem, was sie sagen und ausdrücken, spielt es permanent eine Rolle. Also wenn wir mit Menschen gesprochen haben, was macht dich aus, kam eigentlich nach dem Namen eine Leistungsbeschreibung, entweder der Beruf oder besondere Auszeichnungen im Sport oder Ähnliches. Dieser Leistungsgedanke, der wird im Übrigen auch sehr stark von den Mitmenschen erwartet, was vielleicht so ein kleines Indiz dafür ist, warum auch heute noch in gewisser Weise abfällig in den Osten geschaut wird, weil sozusagen die Idee ist, ihr wart ja auch ein bisschen mitschuld daran, dass die DDR nicht so stark war wie die BRD und auch, dass heute möglicherweise bestimmte sozialstrukturelle Unterschiede, nicht möglicherweise, dass sozialstrukturelle Unterschiede bestehen könnte, möglicherweise auch daran liegen, dass ihr vielleicht tatsächlich einfach nicht so leistungsfähig seid im Osten wie wir im Westen. Wenn ich immer so sage, ihr im Osten, wir im Westen, mache ich im Übrigen das, was die allermeisten Deutschen machen, nämlich das hegemoniale Narrativ der Westdeutschen zu übernehmen, das sich im Übrigen auch in der medialen Landschaft, glaube ich, häufig widerspiegelt. Und das ist, glaube ich, jetzt politisch tatsächlich relevant, ist tatsächlich die Solidargemeinschaft als Basis der deutschen Gesellschaft. Allerdings, und ich habe es eben schon gesagt, es gibt kein inklusives kollektives Selbstverständnis, das gibt es auch hier nicht. Wer gehört eigentlich zu dieser Solidargemeinschaft und wer gehört nicht dazu? Das hat sich bei der Flüchtlingsdebatte ganz deutlich geäußert und es herrscht auch weiterhin vor. Nächstes und vorletztes Slide. Was kann man daraus sagen? Also, die Einheit ist nach 30 Jahren alles andere als abgeschlossen, auch wenn die Bedeutung möglicherweise über die Generationen abnimmt. Aber besonders dann, wenn wir sozusagen das ein bisschen inklusiver denken und ein bisschen größer denken und nicht nur die Unterschiede zwischen Ost und West und hier die Problemlagen uns anschauen, sondern uns auch noch anschauen, dass die Gesellschaft sich jetzt vor allen Dingen durch Migration und durch die Realität eines Einwanderungslandes massiv geändert hat und verändern wird, sind sozusagen die nächsten Sollbruchstellen schon vorprogrammiert. Es fehlt eine Erzählung und ich weiß nicht, ich freue mich auf die Diskussion, ob man das 30 Jahre später noch hinbekommt, aber es fehlt eine gemeinsame Erzählung, die Leistung aller Beteiligten anerkennt. Im Grunde war die Erzählung lange meine Leistung versus eure Leistung oder noch viel schlimmer eure Nichtleistung versus das, was ich für die Einheit getan habe. Ich glaube, was sehr lange überfällig ist, und das meinte ich vorhin mit, wir kleben immer nur Pflaster auf Wunden, die in der Gesellschaft entstanden sind, ist ein Diskurs, ein Diskussionsprozess, was es in der Zukunft heißt, deutsch zu sein. Ich halte den für hochrelevant und ich glaube, dass man die ganze deutsche Gesellschaft in einer Form, an einer Stelle abholen muss, um diese Diskussion zu führen, so schmerzhaft und so furchtbar sie vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle sein wird. Aber wenn wir durch diesen Schmerz nicht durchgehen, wird es nie zu einer tatsächlichen deutschen Einheit kommen können. Und jetzt kommt das allerletzte Slide. Wer sich für die Studie weiter interessiert und es so ein bisschen eher popularwissenschaftlich aufbereitet sehen möchte, es gibt eine Dokumentation darüber, die ist in der ARD-Mediathek oder hier in der Dreisat-Mediathek, Entschuldigung, verfügbar. Da hören Sie auch noch mal ein paar Ostdeutsche und Westdeutsche, die beschreiben, wie es Ihnen in Deutschland geht. Ich danke. Vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank für die vielen.
vielen Impulse. Ich habe hier, können Sie ja mal gucken, ich habe schon ganz viel hier oben vollgekrickelt. Obwohl ich mir ja schon so viel aufgeschrieben habe, habe ich mir noch mehr aufgeschrieben, was ich alles noch nachfragen möchte. Aber Sie sind jetzt mit in unserer Talkrunde und ich will erst mal einmal die Runde rum alle begrüßen. Und dann, denke ich mal, kann ich alle meine Nachfragen loswerden und alle anderen können natürlich auch Fragen loswerden. Mit uns über die Frage, wie tickt der Osten, diskutiert auch Jerzy Dalos, in Budapest geboren, Ungarn. Historiker, Demokrat, Journalist, Schriftsteller. Er lebt und arbeitet jetzt in Berlin. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Annette Simon, auch dabei, Psychoanalytikerin aus Ost-Berlin, hat schon einige Publikationen zur ostdeutschen Identität geschrieben. Auch an Ihnen, auch an Sie einen schönen guten Abend. Ich probiere einfach nochmal alle Leitungen durch. Ja, guten Abend. Wunderbar, Sie sind gut zu hören. Lorenz Marold, jetzt weiß ich gar nicht, ob Sie auch Wossi sind, also halb Wessi, halb Ossi, obwohl das Buch, was ich von Ihnen gelesen habe, da ist echt richtig viel West-Berlin drin. Also er kommt aus Köln, ist in den 80ern nach Berlin gekommen und Co-Chefredakteur des Tagesspiegel. Herr Marold, hallo. Hallo, schönen guten Abend. Und dann haben wir hier, wie schon angekündigt, Marco Wanderwitz, der gebürtige Chemnitzer, ist seit einem Jahr Beauftragter der Bundesregierung für die neuen Bundesländer. Herr Wanderwitz, hallo. Grüße Sie, hallo. Und da ich Sie ja nur endlich vor mir habe, Sie haben es schon wieder getan, Herr Wanderwitz. Schon vor einem Jahr, als wir ja 30 Jahre deutsche Einheit gefeiert haben, da haben Sie das auch gesagt. Die Ostdeutschen sind diktatursozialisiert, ein Teil von ihnen ist nicht in der Demokratie angekommen. Nach der Wahl in Sachsen-Anhalt wissen wir, dass einige AfD-Wähler zur Union übergelaufen sind. Zu Ihrer Partei sind doch nicht alle Ostdeutschen verloren. Alle Ostdeutschen sind sowieso nicht verloren. Und abschließend verloren ist auch niemand. Aber Sie sagen ja richtigerweise, dass ich sozusagen da eine relativ stringente Erzählung seit meinem Amtsantritt habe. Insofern kann ich die ganze Aufregung jetzt die letzte Woche nur begrenzt verstehen, außer damit, dass Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer nervös sind, weil ich nichts anderes gesagt habe, als ich schon seit längerer Zeit sage und wo ich mir auch vorweg sehr genau überlegt habe, was ich sage, wo ich sehr differenziert unterwegs bin, aber wo ich schon glaube, und da bin ich sehr bei Frau Faus. Wir müssen gewisse Dinge müssen sich ändern, wenn es gut werden soll. Und dazu gehört eben beispielsweise auch, dass die Wähleranteile für rechtsradikale Parteien nicht signifikant höher sind in den neuen Ländern als in den alten Ländern. Und erfreulicherweise hat sich da ein bisschen was getan jetzt an dem Wahlsonntag. Aber die 20 Komma sind natürlich immer noch nicht ansatzweise befriedigend. Und deswegen finde ich es gut, dass wir uns heute hier vereinbart haben. Und vielleicht bringt uns auch diese Diskussion ein kleines Stück weiter auf dem Erkenntnisweg. Ich habe viele Rückmeldungen bekommen in den letzten Tagen, bin mit vielen Leuten im Gespräch und bin an mancher Situation auch wieder ein kleines bisschen klüger geworden. Also ich höre, dass Sie eigentlich nichts zurücknehmen, sondern Sie haben das gesagt, das ist jetzt meine Interpretation, dass auch um zu provozieren, um diese Debatte, die ja jetzt seit ein paar Tagen läuft, anzustoßen. Aber vielleicht stimmt es ja gar nicht, Herr Wanderwitz. Die AfD-Wähler, haben wir jetzt gesehen in Sachsen-Anhalt, die sind ja eher jünger. Die haben nie in der DDR gelebt. Also die Problemgenerationen sind in der Tat aktuell sozusagen die Mittelgeneration. Diejenigen, die stabiler demokratisch wählen, sind die Älteren und die Erstwähler. Und diese ältere Mittelgeneration, das sind schon diejenigen, die ihre prägende Sozialisation sozusagen in der Hochzeit der ehemaligen DDR bekommen haben. Ich habe ja selbst zum Beispiel das große Glück gehabt, dass für mich die Gnade der späten Geburt brachte, dass die Mauer fiel, als ich 14 war. Und dann habe ich noch 4 Jahre bundesrepublikanisches Schulsystem erlebt und dann auch bundesrepublikanisches Studium. Und zum anderen bin ich nur Jurist, aber ich habe mir erarbeitet, dass Sozialisationen natürlich in Milieus weitergegeben werden. Und ich kann mir leider vorstellen, was an manchen Frühstückstischen in der einen oder anderen Handwerkerfamilie beispielsweise so diskutiert wird. Hat er recht, Frau Simon? Die autoritären Strukturen, die kriegst du aus dem Ossi nicht raus? Und der erzählt das dann auch noch seinen Kindern und Kindeskindern? Naja, so pauschal gesagt ist es immer so, als ob es so ein Ossi-Bashing ist.
Und so meint es ja auch Herr Wanderwitz nicht. Wir haben ja zusammen in der Regierungskommission 30 Jahre friedliche Revolution und deutsche Einheit das viel differenzierter diskutiert. Und ich würde es einfach auch als Psychotherapeutin anders sagen. Ich würde sagen, natürlich sind die Ostdeutschen vom Leben in der DDR und in der Transformation geprägt und beeinflusst. Das kann auch gar nicht anders sein. Und genauso gibt es da transgenerationelle Weitergaben, ja, die natürlich auch bis heute auch für die Jüngeren eine Rolle spielen. Und genauso könnte man aber auch sagen, die Westdeutschen, und die werden ja fast gar nicht psychosozial und psychoanalytisch angesehen, sind von Anfang an Leistungsgesellschaft geprägt. Also ich habe jetzt manchmal Westdeutsche auf meiner Couch, die mir von ihrer Arbeitersozialisation erzählen und wie schwer es war, Arbeiter im Westen zu sein und wie, welchen sozialen Deklassierungen man dort unterlegen ist. Also von daher würde ich sagen, natürlich sind die Ostdeutschen geprägt und natürlich sind aber auch die Westdeutschen geprägt. Ja, Herr Marold, was sagen Sie? Ist das aus dem, ich meine auch da, gelesen zu haben von Ihnen oder war das von Herrn Martenstein, dass das, das Topfen in der DDR eine bestimmte, etwas Bestimmtes auslöst in dem ostdeutschen Menschen? Ach, also ehrlich gesagt, ich habe mich auch so wie Marco Wanderwitz selber gewundert, warum das jetzt so dermaßen hochgekocht ist. Aber vielleicht nochmal, da ja das Identitätspolitische hier auch eine Rolle gespielt hat. Also ich glaube, man kommt als Wessi auf die Welt oder als Ossi und dann ist man das eine oder das andere und hat halt die ein oder andere Erfahrung vielleicht dazu gemacht. Ein Großteil meiner Familie kommt aus Thüringen. Ich war auch vor der Wende ab und zu in Thüringen, habe auch da noch Kontakt, habe auch am Anfang der 90er Jahre für Ostberliner Zeitungen gearbeitet und war sehr viel als Reporter in den Baseballschlägerjahren unterwegs. So sammelt man seine Erfahrungen. Aber was die aktuelle Debatte betrifft jetzt, hat mich das wirklich erstaunt, mit welcher Brisanz das irgendwie betrachtet wurde und vor allen Dingen auch, wie sich jetzt die Parteikollegen, Parteifreunde von Herrn Wanderwitz in die Büsche geschlagen haben. Weil das, was gefordert wurde, hat er eigentlich gemacht. Nämlich das ein bisschen differenziert zu gucken, sich anzugucken, aber auch da klar zu sein, wo man klar sein muss. Und das ist nicht neu bei Herrn Wanderwitz. Ich freue mich auch, dass er hier an der Diskussion teilnimmt. Weil das sind natürlich schon Punkte, wo man genau hingucken muss und wo man aber auch deutliche Sprache sprechen muss. So, jetzt hatten wir vielleicht das noch, das Phänomen mit den jüngeren AfD-Wählern. Ehrlich gesagt, wenn man sich das genau anschaut, je nachdem, wie man die Altersgruppen zusammenschneidet, ist das Bild sehr differenziert. Also das kann man auch so allgemein nicht sagen. Und was wir einfach feststellen, und das ist ja der zentrale Punkt der Diskussion, lohnt es sich, mit bestimmten Menschen überhaupt noch zu diskutieren. So, und da stellen wir fest, nach allen Umfragen, die gehen mal ein bisschen mehr in die eine oder andere Richtung, aber Pi mal Daumen 10% der Ostdeutschen wird ein manifest rechtsextremistisches Weltbild unterstellt. Im Westen sind es 3-5%, also da sind ein bisschen Unterschiede. Und natürlich gibt es Menschen, mit denen sich Diskussionen einfach nicht mehr lohnen. Die gibt's und die kennt auch jeder. Da geht es gar nicht darum, das Richtige zu finden in einer Diskussion, sondern nur um Recht zu behalten, egal worum es geht. Und es ist eine reine Macht- und Kraftprobe mit solchen Menschen. Wir erleben es auch gerade wieder im Zusammenhang mit den Corona-Demonstrationen. Macht es nicht wirklich Sinn zu diskutieren. Wir sollten uns, finde ich, um die vielen, vielen anderen kümmern. Es sind dann eben immer noch 90%, die kein gefestigtes rechtsextremistisches Weltbild haben. Lass uns mit denen diskutieren. Lass uns mit denen diskutieren, was genau wehgetan hat, was immer noch wehtut. Wir werden feststellen, es gibt jede Menge soziale Unterschiede, die auch was mit Abwanderung zu tun haben. Das sind die Themen, um die wir uns kümmern sollten und nicht einzelne Äußerungen aus dem Zusammenhang reißen und uns daran irgendwie aufhalten. Danke schön. Herr Dalos, von Ihnen dazu vielleicht auch noch eine Ergänzung. Ja, also ich habe wirklich großes Interesse als Historiker eben dafür, dass die zwei deutschen Staaten, wie sie 40 Jahre lang parallel zueinander existierten, dass sie eine ganz andere Geschichte hatten. Und die Wiedervereinigung war die Wiedervereinigung von zwei Staaten, aber nicht die Wiedervereinigung von zwei Gesellschaften mit ihren spezifischen historischen Erfahrungen. Und ich sehe die
Entwicklung in den neuen Bundesländern ein bisschen ähnlich wie die ungarische oder die slowakische oder die rumänische, weil wir hatten die gemeinsame Geschichte 40 Jahre lang durchgemacht. Und diese Geschichte bezog sich nicht einfach auf die Bundesrepublik, unsere Geschichte bezog sich auf die Sowjetunion. Das ist einfach das Gemeinsame. Man lebte in einem geografischen Raum, von dem man angenommen hat, dass das, wenn nicht ewig, dann für sehr lange Zeit dauern wird. Und diese parallele mediale Existenz der beiden deutschen Staaten war eher eine Ausnahme. Wenn die Ungarn etwas mehr Nachrichten brauchten, dann mussten sie Radio Free Europe hören. Und das war lauter Propaganda. Amerikanische Propaganda oder New York Voice of America, was auch offiziell als Standpunkt der amerikanischen Regierung ausstrahlte. Nun, in der DDR gab es diese merkwürdige, was ich auch so nenne, diese mediale Koexistenz. Zum Beispiel in so Ende der 60er Jahre war ein Punkt, wo die DDR entwickelter war als die Bundesrepublik. Die Fernsehgeräte pro Kopf der Bevölkerung waren in der DDR höher, 270, glaube ich. Und das bedeutet, dass diese Doppelleben, das hat eine reale Utopie geschafft. Also anders als die offizielle Utopie der Kommunisten, hatten die DDR-Bürger eine Utopie, ja, mit Intershop, mit Westfernsehen, mit Westverwandtschaft, und trotzdem lebten sie in einer anderen Welt. Das ist das große Problem. Und das ist auch kein Wunder, dass die Dynamik der Entwicklung der neuen Bundesländer hat immer noch verblüffende Ähnlichkeiten mit derjenigen des ehemaligen Ostblocks. Also zum Beispiel das Phänomen AfD, was übrigens kein rein ostdeutsches Phänomen ist, sondern auch die Fortsetzung der rechtsradikalen Bewegungen in der alten Bundesrepublik. Aber AfD ist sehr ähnlich den ungarischen Bildungen, also den jetzt Jobbik, oder früher gab es auch die Partei des ungarischen Lebens, und das ist ebenso wie in Rumänien, Bulgarien die Ataka, oder in der Sowjetunion, ehemaligen Sowjetunion in Russland, Zhirinovsky-Partei. Und ich sehe, dass hier wird allzu sehr auf die Äußerlichkeiten der AfD, werden diese Äußerlichkeiten betont, vor allem die Partei und weniger ihrer Wähler. Die Wähler sind wichtig. Diese 20%, das sind nicht unbedingt AfD-Anhänger, während ich nicht sicher bin, ob in anderen Parteien in der DDR nicht auch rechtere und linkere. Aber Protestwähler von diesen 20.000 sind sicher zumindest 15%. Ja. Oder 20%. Was Sie sagen, ich will mal einen Gedanken aufnehmen, der kam heute hier im Laufe der Tagung. Ich meine von Herrn Holzhauser, dem Politikwissenschaftler. Möglicherweise, weil wir ja auch über die Demokratiefähigkeit gesprochen haben, er hat die Theorie dann aufgeworfen, die Leute sind eben gerade besonders demokratisch, weil sie wählen halt einfach auch rechts. So wie in Frankreich ist die Rechte, die den Front National, nein, der heißt jetzt anders, existiert. Aber eben auch, wie Sie es nennen, in Tschechien, in der Slowakei, in Ungarn. Ist das dann, ich werfe das einfach in den Raum, ist das dann ein Zeichen von besonderer Demokratiefähigkeit, Herr Wanderwitz? Ja, das ist eben auch die Diskussion in Ungarn darüber, was zum Beispiel das System Orbán ist. Ich bin nicht begeistert von der ständigen Betonung, dass das eine Diktatur ist. Es ist keine Diktatur. Es ist eine miese Demokratie. Und wir eine kaputtgemachte, leer gewordene, hohl gewordene Demokratie. Und wir müssen nicht Demokratie als etwas absolut Gutes auffassen, was automatisch gut ist. Und ja, zur Demokratie gehört auch, dass auch Undemokraten an dieser Demokratie beteiligt werden. Herr Wanderwitz. Und jedenfalls
Ich bin kein Anhänger der Jobbik, das ist klar, aber ich sehe auch, wie Jobbik von der, ich würde sagen, noch besseren Jobbik von Fidesz gestützt wird. Also es existiert eine schlechte Partei sozusagen im Vergleich zu der, die anderen besser sind. Alles also, klar, da, danke. Kann so tun, als wäre diese Partei die Mitte. Danke soweit, Herr Dahlers, aber Sie müssen jetzt Herrn Wanderwitz antworten lassen. Ja. Alles gut, war sehr spannend. Ich finde generell den europäischen Vergleich ein ganz wichtiges Thema. Und Frau Simon, wir haben das ja in unserer Kommission rauf und runter dekliniert und wir haben es jetzt in der folgenden Arbeitsgruppe, die mittlerweile abgeschlossen hat, weiter vertieft. Und die europäischen Bezüge, und damit meinen wir natürlich die südosteuropäischen Bezüge, die sind ganz wichtig, auch um Dinge einordnen zu können. Ich habe vorhin ehrlich gesagt ein kleines bisschen bei der Anmoderation schon so ein Zucken in den Fingern gehabt, weil da war auch von Rechtspopulisten die Rede. Und ich glaube, wir müssen schon genau unterscheiden, mit wem haben wir es wohl zu tun. Die AfD ist mittlerweile eine an Haupt und Gliedern rechtsradikale Partei. Das ist keine rechtspopulistische Partei mehr. Die hat sich mehrmals gehäutet, mehrmals radikalisiert. Ich sehe die Truppe regelmäßig vor mir hocken, wenn ich auf der Regierungsbank sitze, höre deren Selbstgespräche und abfällige Bemerkungen. Das sind Rechtsradikale. Und solange sie nicht verboten sind, darf man sie wählen. Aber ein anständiger Demokrat wählt keine Rechtsradikalen. Und das ist mein Vorwurf an einen Teil meiner Landsleute, dass sie den demokratischen Verfassungsbogen mit ihrem Wahlverhalten verlassen. Und das unterscheidet sie von dem größeren Teil der westdeutschen Gesellschaft. Und ich möchte sehr, dass an dieser Stelle das gemeinsame Deutschland westdeutscher wird. An anderen Stellen wünsche ich mir, dass wir ein bisschen mehr Ostdeutschland noch einbringen können. Warum ist, Frau Simon, ich glaube, Sie wollten sich auch mit einbringen, warum ist dieses, so wie Sie es eben gesagt haben, Herr Wanderwitz, die wählt man halt nicht. Und der Westdeutsche wählt die nicht oder wählt sie in einem kleineren Prozentsatz. Warum ist das anders bei den Ostdeutschen, Frau Simon? Naja, ich wollte erst mal noch darauf eingehen, dass überhaupt zur Wahl zu gehen eine Tugend ist. Also, es gibt ja einen ganz großen Prozentsatz von Nichtwählern. Und auch bei dieser Wahl. Und das ist ja eigentlich, sagt der Demokratie eigentlich fast noch mehr. Es ist gar nicht mehr wert, zur Wahl ohne zu gehen. Und gerade die Ostdeutschen haben sich bei ihrer ersten Wahl fast mit 95% Wahlbeteiligung oder so. Es war eine horrende Wahlbeteiligung nach 89, also in der ersten, nach März 90, ne, war eine horrende Wahlbeteiligung, weil man das Gefühl hatte, man kann etwas bewirken, wenn man zur Wahl geht. Und dieses Gefühl hat scheinbar durch die Transformationsprozesse, die nach 89 stattgefunden haben, abgenommen. Also ich würde auch nicht immer sagen, die Ostdeutschen sind, natürlich sind sie hierarchisch geprägt, natürlich sind sie autoritär geprägt, aber sie haben ja auch zu einem Teil sozusagen die friedliche Revolution in Gang gesetzt, die jetzt immer Wende genannt wird, was mich total stört. Eine Wende ist etwas, wo man sich mal im Bett rumwendet und nicht, wo man einen ganzen gesellschaftlichen Transformationsprozess in Gang gesetzt hat. Und ich glaube, was die Ostdeutschen nicht lernen konnten, dass es sinnvoll ist, sich in staatliche Strukturen einzubringen. Also das war in der DDR total unsinnig. Und überhaupt in eine Partei zu gehen, ist zum Beispiel für einen Ostdeutschen eine große Überwindung, gerade wenn er meiner Generation angehört, weil Partei war immer negativ besetzt. Genauso sich an der Wahl zu beteiligen, es war in Ostdeutschland eher positiv, nicht zur Wahl zu gehen, wenn man sich traute. Und das Vertrauen in die parlamentarischen Vertretungen und Strukturen konnte man in der DDR nicht erwerben. Man hatte ein tiefes Misstrauen in alles, was von oben kommt. Und diese Art von Misstrauen ist leider im Transformationsprozess eher bestärkt worden, als dass es sich verändert hat. Also da hatte man wieder das Gefühl, jetzt wird wieder über uns bestimmt, jetzt wird wieder über uns etwas verhängt, was wir eigentlich nicht anstoßen wollten. Wobei natürlich auch da schon mehr demokratisches Einbringen auch einiges hätte verändern können.
Ja, ich will gleich den Gedanken, den Sie jetzt am Schluss formuliert haben, den will ich gleich fortsetzen. Aber Frau Faus und Herr Marold haben jetzt noch gar nichts zu der Frage gesagt, warum gibt es möglicherweise bei den Westdeutschen dann eher eine Bremse, dann gehe ich lieber nicht zur Wahl, bevor ich die AfD wähle. Frau Faus. Ja. Na, ich wollte erst noch mal über diese Negativerzählung sprechen, denn was wir tatsächlich auch in den oder über die Sozialisation, die weitergegeben wird über die Generationen, was wir tatsächlich festgestellt haben, ist, dass diejenigen eher mit ihren Eltern über die Erfahrungen gesprochen haben, wenn die Eltern eher mit den Kindern über ihre Erfahrungen gesprochen haben, wenn sie negative Erfahrungen gemacht haben, wenn sie hier tatsächlich zu kämpfen hatten, dann wird diese Erzählung weitergegeben. Diejenigen, die eher positive Erfahrungen gemacht haben oder weniger stark selbst beeinträchtigt waren oder beeinflusst waren, geben die Erzählung viel seltener weiter. Und das ist natürlich ein sich verstärkender Prozess sozusagen. Und ich möchte tatsächlich deutlich widersprechen, also es ist keine Protest Wahl mehr in Sachsen-Anhalt, die AfD zu wählen, sondern die allermeisten AfD-Wähler wussten, das ist eine rechtsextreme oder meinetwegen rechtsradikale Partei und haben das billigend in Kauf genommen. Es ist nicht mehr einfach nur eine Protestwahl. Das mag am Anfang so gewesen sein, aber auch wenn man die Leute befragt, warum hast du die Partei gewählt, sehen wir bei der AfD deutlich stärker als bei allen anderen Parteien. Ich habe die gewählt, weil ich ihr Programm gut finde. Das muss man durchaus so festhalten. Das ist, also ich finde, das ist ein bisschen zu sehr relativierend zu sagen, das ist alles nur eine Protestwahl. Da sind wir, glaube ich, drüber hinaus. Herr Marold? Ja, also wenn man sich es genau anschaut, dann stimmt das in der Tendenz. Ich darf auch daran erinnern, dass wir durchaus Wahlen im Westen hatten, die man vielleicht als Protestwahlen werten kann. Die Phänomene sind dann aber erstmal wieder zurückgegangen. Also dass in Hamburg beispielsweise sowas wie die Schill-Partei auch mal 18% hatte. Und zwar eruptiv in einer extrem bürgerlich geprägten Stadt, die sehr viel Wert darauf legt, auf ihre Geschichte. Das zeigt schon auch, wie instabil sowas sein kann. Wenn man sich die Ergebnisse nochmal genau anschaut, auch was die linke Seite des Parteienspektrums betrifft, stellen wir fest, dass klassische soziale linke Parteien keine 20% mehr kriegen. Das liegt aber nicht daran, dass es keine sozialen Probleme gibt, sondern dass sich die klassischen eher linken Parteien, also SPD und die Linke, überwiegend mit Themen beschäftigen, die Großstadtthemen sind und die natürlich auch im Land, und der Osten ist nun mal überwiegend ländlich geprägt, überhaupt keine Rolle spielen, sondern vielleicht auch ein rotes Tuch sind, weil sie signalisieren, das hat nichts mit meinen Problemen zu tun, und das ist ja auch in der Tat so. Und dann gibt es noch ein Thema, über das wir vielleicht ja auch nochmal diskutieren können, das ist die Frage der Repräsentanz. Natürlich ist es kurios, dass die AfD im Wesentlichen westgeprägt ist, was die Spitzenpolitiker betrifft. Aber wir haben da ein Thema und wir müssen uns mit diesem Thema beschäftigen. Also 2% der DAX-Vorstände im gesamten Land, in Deutschland, stammen aus Ostdeutschland. Ja. Es gibt keinen ostdeutschen Universitätsdirektor. Insgesamt sind es nicht mal 2% der Spitzenpositionen in Deutschland auf Bundesebene, die von Ostdeutschen besetzt werden. Jetzt kann man sagen, es hat strukturelle Probleme, aber nicht nur. Und das ist einfach ein Thema, mit dem wir uns befassen müssen. Es ist einfach so, dass Ostdeutsche, jetzt mal völlig unabhängig von der Frage, sind sie nach der Wende oder nach der Revolution oder wie auch immer wir es nennen wollen, auf die Welt gekommen oder nicht. Wir haben ein Unterrepräsentationsproblem. Und das ist ein Problem, das man tatsächlich auch in Wertigkeiten ausdrückt. Und das ist auch eine Reaktion auf das Gefühl, nicht wertgeschätzt genug zu werden. Und darüber, glaube ich, müssten wir auch intensiv diskutieren. Welchen Unterschied, also ich frage weiterhin ganz, ganz provokant, welchen Unterschied hat es gemacht, als zum Beispiel Manfred Stolpe Verkehrsminister war oder jetzt bis vor kurzem Franziska Giffey Bundesfamilienministerin, Ostdeutsche? Ja, darf ich da gleich drauf antworten? No. Es ist halt fatal, wenn man sich immer nur einige wenige Superbeispiele raussucht und dann sagt, aber Frau Merkel, aber Herr Gauck. Ja, das ist überhaupt nicht das Thema. Es geht um die Spitze in der Breite. Es gibt ja nicht nur politische Spitzenpositionen, sondern die gibt es in der Gesellschaft rauf und runter. Und das sind die ich meine. Und da sind Ostdeutsche eben viel, viel weniger vertreten. Und auch wenn ich jetzt nicht der
der These nachhänge, dass man damit das Problem, wenn wir es jetzt hier so benennen wollen, lösen können. Aber es ist zumindest ein Teil der Wahrheit, dass das nicht genug wertgeschätzt wird, was dort passiert, beziehungsweise was möglich wäre. Und da können so Leute wie Stolpe und andere, die dann als Spitzenpolitiker, als Alibi dienen, eigentlich ehrlich gesagt das Thema nur noch verschlimmern. Ja, danke schön. Was ich auch sehr wichtig finde, besonders auch in den Medien sind die Ostdeutschen ganz wenig vertreten. Und die Medien sind ja sehr meinungsbildend. Also ich denke jetzt besonders auch an Berlin, jetzt an ihr Konkurrenzblatt, die Berliner Zeitung, die jetzt versucht, sich mehr Ostdeutsch zu artikulieren und dann aber auch merkwürdige Kapriolen teilweise schießt. Aber es ist sozusagen auch bei der Zeit oder so, findet man vielleicht 2 oder 3 Ostdeutsche. Also man muss auch sagen, das Bild von Ostdeutschen, auch in Kunst und so, also da denken alle immer an das Leben der anderen. Und der Titel ist bezeichnend. Also das sind eben die anderen, die haben dann so beobachtet und schrecklich gelebt. Und Entschuldigung, dass ich mich auch gleich noch reindränge. Ja, bitte. Dankeschön. Auch im Bereich der Medien Ausnahmen gibt, die die Regel bestätigen. Zum Beispiel meine Heimatzeitung, die Freie Presse, was eine der größeren Regionalzeitungen ist, hat mit Herrn Kleditsch einen gelernten ostdeutschen Chefredakteur. Aber das, was Herr Marold beschreibt, ist ein ganz wichtiges Thema. Und die Politik ist gerade die Ausnahme. Alles andere ist die Regel. Und deswegen ist das auch mir beispielsweise ein wichtiges Thema in meiner Beauftragung. Deswegen haben wir auch beispielsweise uns gemeinsam Gedanken gemacht in der Kommission, wie können wir diesem Thema beikommen. Ich will einfach mal so als ein Stichwort Begabtenförderungswerk Ostdeutschland nennen, aber auch einen Elitenmonitor, den wir beispielsweise anlegen wollen. Und ich will noch ein Thema einwerfen, nachdem ich wirklich noch einmal betonen will, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, wir haben da auch ein paar blinde Flecken in der Diskussion. Wo will ich hin? Wir haben in diesen 30 Jahren, vor allen Dingen in den ersten 20, nochmal über 3 Millionen Menschen verloren durch Binnenwanderung. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass meine These leider richtig ist, dass das kein Querschnitt der Bevölkerung ist, der da gegangen ist, sondern das waren vor allen Dingen junge, mobile, gut Ausgebildete. Also ich sag mal, die Abi-Klassen sind gegangen und nicht die Hauptschulklassen. Das macht etwas mit einer Gesellschaft, das deformiert sie. Aber wo ich hin will, ist, die sind auch alle angekommen in den alten Bundesländern. Ich erlebe regelmäßig Beispiele, dass Menschen aus Sachsen, Thüringen, Brandenburg, so meines Jahrgangs ungefähr, mittlerweile in Führungspositionen im Westen sind. Nur werden die nicht mehr als Ostdeutsche wahrgenommen, sondern die gehen jetzt als Baden-Württemberger oder Schleswig-Holsteiner durch. Und deswegen ist dieses Thema, das habe ich schon bei mir im Hause priorisiert, das will ich weiter aufgeschlüsselt wissen. Weil ich bin fest davon überzeugt, dass die Anzahl von denen, die sozusagen 1989, 90 da waren, der Anteil derer, die tatsächlich in Führungspositionen sind, deutlich größer ist. Nur sind die eben im Zweifel nicht vor Ort. Und das ist eben, das vor Ort wird wahrgenommen. Das ist der Finanzamtsvorsteher, der Amtsgerichtsdirektor, der Hochschulrektor. Da sehen die eben oder hören im Zweifel das Idiom, was nicht in ihrer Heimat gesprochen wird. Alles klar. Frau Faust, was sagen Sie? Also ich erinnere mich auch an eine Diskussion, die haben wir heute Nachmittag schon gehabt. Da hat sich Jörg Ganzenmüller gemeldet und er sagt, diese Unterrepräsentanz der Ostdeutschen, das reproduziert sich ja auch. Weil als erstes sind halt nach der Wende die Westdeutschen nach Ostdeutschland gekommen und haben die Führungsposition besetzt, weiterzuführen bzw. zu transformieren. Ich versuche es sehr vorsichtig auszudrücken. Und jetzt, da Sie jetzt in Rente gehen, wählen Sie dann wiederum einen Westdeutschen aus, der dann weitermacht. Richtig? Ich stimme dem total zu und ich stimme auch Herrn Marold deutlich zu. Natürlich haben wir ein Repräsentationsproblem und die Menschen spüren das. Und ich stimme auch Herrn Wanderwitz zu. Es gibt natürlich eine Art von Selbstselektion derer, die
geblieben sind in Ostdeutschland und derer, die gegangen sind nach Westdeutschland. Und ich stimme Frau Simon zu, dass es natürlich eine westdeutsche Erzählung gibt, auch durch die Medien, die natürlich meinungsbildend sind. Und solange wir sozusagen, und da ist es relativ wurscht, ob die Person jetzt im Osten geboren ist oder nicht, aber wenn das sozusagen das westdeutsche Narrativ angenommen wurde und es dann auch noch über die Medien weiter sozusagen so erzählt wird, bleibt hier eine Repräsentationslücke. Also ich finde, Herr Marold und Herr Wanderwitz haben beide recht. Also es braucht, glaube ich, definitiv sowas wie ostdeutsche und tatsächlich noch immer in Ostdeutschland verankerte Role Models. Sonst wird es ganz schwierig. Und das kratzt natürlich total am eigenen Selbstwert, wenn ich sehe, Menschen wie ich werden eben nicht in Führungspositionen gehoben. Das macht was mit einem. Ja. Weil ich gerade den Chat erwähnt habe, will ich natürlich das nochmal unbedingt forcieren. Also Sie können jederzeit Fragen reinschreiben. Sie sehen ja im YouTube-Kanal, da ist ja gleich ein Chat, ich glaube rechts neben dem Bild müsste der sein. Können Sie reinschreiben, bitte Fragen reinschreiben, Anregungen reinschreiben. Und Sie sehen, darunter steht auch unsere E-Mail-Adresse. Also Sie können uns auch eine E-Mail schreiben, transformation@deutsche-gesellschaft-ev.de. Very complicated, bitte lesen Sie nach, steht unten drunter. Schicken Sie uns bitte eine E-Mail. Sagen Sie, Herr Dalos, wenn Sie dem Ganzen hier zuhören, was denken Sie dann? Ach Gott, die Deutschen haben ja Probleme. Ich verstehe nicht ganz die Frage. Finden Sie, also können Sie das nachvollziehen, dass wir immer noch hadern, du bist Ostdeutsch, du bist Westdeutsch und ich habe nie eine Anerkennung bekommen für meine Lebensleistung und jetzt hör doch auf zu jammern, du Ossi? Nein, ich bin sicher, dass diese Parallele zwischen der ehemaligen DDR und anderen Ostblockländern nach wie vor auswirkt. Und das wirkt 2-3 Generationen. Und außerdem, ich habe eine spezielle Erfahrung mit den Russlanddeutschen. Die gibt es ungefähr 2 Millionen, glaube ich, in der Bundesrepublik. Weil ich ein Buch zum Thema geschrieben habe, habe ich Kontakte zu ihnen. Und das sind Leute, die kein Wort Deutsch sprechen. Die meisten, nur die ganz Alten. Die sprechen Russisch und verstehen sich als Deutsche. Und es wird ihnen nachgesagt, dass sie AfD-Anhänger sind, was so sicher nicht stimmt. Ich habe einen Freund in Marzahn darüber gefragt, wie das sich aussieht. Und er hat ganz verschämt und freundlich gesagt, nicht, ja, CDU-Schnick. Also ich bin CDU-Anhänger. Aber es war schon fast ein Dissens. Und es hängt damit zusammen, dass bei den Wahlen ist die einzige Partei, die auch Russisch Propaganda macht. Ja. Das ist die AfD. Ja. Russischsprachige Wahlaufrufe und offensichtlich wird das auch gelesen. Da kann ich sicher sagen, dass das nicht stimmt. Wir machen das auch. Ja. Wir bieten das auch an und ich glaube, wir sind auch nicht die Einzigen. Ich gehe davon aus, dass die SPD das auch tut und vielleicht auch noch ein paar andere mehr. Wir bieten den größeren, ich sage jetzt mal, die auch eine andere Muttersprache haben, muss man sozusagen, durchaus auch das eine oder andere in ihrer ersten oder zweiten Muttersprache, wie immer das nun ist, an. Ich für meinen Teil, ehrlich gesagt, fremdele damit ein wenig. Ich mache das nicht, diese Zielgruppenansprache bei mir vor Ort in dieser Weise, weil ich der Meinung bin, dass Deutsch unsere Amtssprache ist und dementsprechend arbeite ich nur mit der. Mhm. Sagen Sie, ich habe mal eine Frage an die Psychologin. Und das passt auch ein bisschen dazu zu den Russlanddeutschen. Frau Simon, haben die Ostdeutschen so viel Transformation erlebt, dass es für 2 Menschenleben reicht? Und wenn wir ihnen jetzt noch mit der Energiewende kommen, mit dem Gendersternchen und Corona haben wir ja noch überhaupt nicht überstanden, sagt dann der Ostdeutsche, es langt und sieht dann den Werbespruch der AfD, wir holen unser Land zurück. Hol dir dein Land zurück. Na, vollende die Wende haben sie ja auch benutzt und auch wir sind das Volk, wird wieder von der AfD benutzt.
Also da setzen sie sich auf diese alten revolutionären Sprüche drauf und eignen die sich an. Ich glaube, das ist irgendwie eine ganz schwierige Gemengelage mit diesen, das so benutzen, ja, diese, also ich glaube, dass für manche, es gibt eben nicht den Ostdeutschen, also für manche war die Veränderung unglaublich wichtig und hat auch sehr viel Entwicklung angeschoben und hat ja auch große Veränderungen im guten Sinne bewirkt. Ne? Also es gibt nicht den Ostdeutschen, der Veränderung negativ gegenübersteht. Aber es gibt natürlich Teile, für die es zu viel war. Also, und da sind eben dann auch die, was immer genannte Landbevölkerung oder eben auch die teilweise Abgehängten aus diesem Transformationsprozess. Also ich würde nicht sagen, dass der Ostdeutsche den Veränderungen negativ gegenübersteht. Dann macht man wieder so eine Homogenisierung des Ostdeutschen, die einfach nicht mehr stimmt. Vor allen Dingen ist es ja nicht die Transformation per se, es ist ja nicht die Veränderung und die Veränderungsmüdigkeit, sondern es ist die Müdigkeit dafür, nicht Anerkennung zu bekommen. Okay. Herr Marold. Es ist eine gefühlte Anerkennung ja oft. Ja? Also, richtig. Und da sind ja Verletzungen und ich sage mal so, in Gruppen entstehen aus gemeinsamen Verletzungsgefühlen starke Gegenbewegungen. Und ich glaube, dass wir es damit im Wesentlichen zu tun haben. Jetzt kann man ja auch nicht Anerkennung verordnen. Und das ist ja auch oft ein weicher Faktor. Aber und es gibt auch so eine Antibewegung im Westen. Was wollt ihr denn noch? Ja, das ist auch so eine klassische Reaktion. Das hilft uns aber alles nicht weiter. Und es hilft uns auch nicht weiter, auf die schlechte Infrastruktur von Recklinghausen und Gelsenkirchen hinzuweisen. Die gibt's auch. Aber das ist so ein klassischer Whataboutism aus dem Westen, der eigentlich nicht hilft, zu verstehen, wo eigentlich die Probleme im Osten liegen. Und das sind oft Probleme der Perspektive auch. Und wenn wir uns die Wahlergebnisse anschauen, sind das natürlich auch Ergebnisse, die unter dem Eindruck dessen stehen, was Herr Wanderwitz auch schon erwähnt hat. Wir haben eine irre Abwanderung gehabt, und zwar gerade von Menschen, die in den Jobs erfolgreich sind, von denen wir glauben, aus unserer Diskussion ja auch heraus, dass das eigentlich fehlt in weiten Teilen, und zwar jenseits der Städte. Also wenn wir über Leipzig sprechen, sieht die Situation schon wieder ganz anders aus. Und insofern glaube ich, dass wir es schon auch mit weichen Faktoren zu tun haben, also Anerkennung nicht nur in Form von Transferleistung. Und das ist eben das Thema der Repräsentanz. Und da muss man gar nicht auch immer drauf rumreiten. Es ist ja oft so was, dass die Sache ja eher ins Negative kehrt. Also wenn man immer wieder betonen muss, dass jemand aus dem Osten kommt und in der Fernsehdiskussion eingeladen wird, dann ist das ja eher kontraproduktiv. Es geht eher darum, dass das Beiläufige anerkannt wird und dass es nicht immer herausgestellt wird, sondern dass es eher selbstverständlich ist. Und da sind wir leider noch lange nicht. Wir müssen ja betonen, dass die Kanzlerin aus dem Osten kommt. Wenn wir das nicht mehr tun, dann haben wir es keiner geschafft, glaube ich. Und frage ich mal weiter an Herrn Wanderwitz. Mein Gedanke, ein Teil der Ostdeutschen hat so zu viel Veränderungen für ein Menschenleben erlebt, dass sie jetzt sagen, ne, es langt. Jetzt auch noch Windräder und Gendersternchen, ne. Ich bin da äußerst unentschlossen, ehrlich gesagt. Ich sag mal, die Älteren, also sozusagen die volle Last der Transformation getragen haben, da kann das vielleicht sogar so sein, dass die sagen, jetzt kommen die nächsten großen Veränderungsprozesse und ich kann nicht mehr. Aber für ihre Kinder ist das ja jedenfalls kein erklärendes Thema. Die haben sozusagen, wenn dann die Schmerzen ihrer Eltern mitgelitten, so sie überhaupt schon aktiv erlebt haben, aber sie selbst sind, und das ist im Übrigen auch ein Punkt, wo ich einfach mal darauf hinweisen will, sie selbst haben relativ wenig auszustehen, weil wenn man sich mal anschaut, wer wählt denn heute AfD, das ist ja nicht die Partei der Abgehängten, sondern das ist mehr oder weniger ein Schnitt durch die Gesellschaft. Da sind Leute dabei, denen es an nichts fehlt, denen es sogar ziemlich gut geht, die möglicherweise Verlustängste haben.
Das ist sicherlich auch ein prägendes Narrativ der Flüchtlingskrise gewesen. Wir haben nämlich 2013 ein herausragendes, zumindest aus Sicht meiner Partei, ein herausragendes Bundestagswahlergebnis gehabt. Wir haben damals natürlich auch schon die Anklänge der AfD in den neuen Ländern sehr viel stärker gesehen als in den alten Ländern. Die waren damals nämlich schon über 5, als sie mit 4,9 noch knapp unter der Hürde durchgegangen sind. Bei mir zu Hause, glaube ich, 8, zu dem Zeitpunkt. Aber dann kam eben die Flüchtlingsthematik und da war dieses Gefühl, angekommen zu sein, sozusagen meine individuellen Wohlstandsversprechen haben sich weitgehend erfüllt und jetzt kommen die und potenziell fließt jetzt irgendwie ein Euro aus Bonn im Zweifel nicht mehr zu mir, sondern zu denen. Und das ist ein Teil des Erklärens der Situation, nämlich dass sozusagen der Wohlstandshügel, auf dem man sich befindet, einfach noch immer deutlich kleiner ist als im Durchschnitt in der alten Bundesrepublik, weil man eben zwei Generationen länger Zeit hatte. Und trotzdem, finde ich, muss man dort natürlich mal absolut ein bisschen schauen, wo stehen wir denn? Und da haben wir uns wirklich in diesen 30 Jahren toll entwickelt. Wir können natürlich immer noch uns mit dem Durchschnitt des Westens vergleichen. Nur vergleichen wir uns dort mit München, Hamburg, Rhein-Main, Düsseldorf. So was gibt es in den neuen Ländern abseits von Berlin nicht. Und Berlin braucht noch ein bisschen, um dahin zu kommen, wo üblicherweise europäische Hauptstädte sind, nämlich sozusagen nach vorn zu ziehen und nicht eher so auf dem Durchschnitt zu sein. Und insofern ist nochmal der Vergleich zu schauen, wo stehen wir denn im Verhältnis zu unseren Nachbarn im Osten und wo stehen wir denn im innereuropäischen Vergleich? Und im innereuropäischen Vergleich stehen wir in den neuen Ländern ungefähr auf dem Niveau von Frankreich außerhalb von Paris, von weiten Teilen Italiens und Spaniens, weit vor den Polen und Tschechen. Ich weiß, Herr Wanderwitz, dass Sie sowas sagen, aber irgendein Mensch in einem Vorort von Wörlitz, um das schöne Sachsen-Anhalt mal wieder zu zitieren, sagt, es mir doch wurscht, ich lebe aber nicht in einem Vorort von Paris. Nee, aber ich finde halt, Reflexion gehört zum Leben dazu. Und man muss eben zum Beispiel auch die Diskussion führen, meine Nachbarstadt, meine Geburtsstadt Chemnitz, die viertgrößte Stadt der neuen Bundesländer, die Großstadt in Deutschland mit den niedrigsten Netto-Kaltmieten Deutschlands. Das müssen wir halt auch diskutieren, wenn wir darüber reden. Ich verdiene aber weniger als in Stuttgart. Ich habe auch weniger Lebenshaltungskosten. Das ist ja klar, das ist sicherlich ein Punkt, mit dem jeder was anfangen kann. Aber Frau Faus zieht die Nase kraus und macht irgendwie Mundbewegungen. Naja, wir haben natürlich auch einen niedrigeren Lebensstandard trotzdem, ne? Also auch die Erzählung ist ja nicht ganz so differenziert. Klar sind die Lebenshaltungskosten niedriger, aber die Infrastruktur ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt vergleichbar. Im Regelfall besser, weil sie neuer ist, weil sie erst nach 90 neu gebaut worden ist. Ich habe regelmäßig die Situation gehabt, dass wir Kollegen aus den alten Ländern gesagt haben, die mal meinen Wahlkreis gesehen haben, du, hier sieht es ja besser aus als bei mir zu Hause. Und ich kann das verstehen, wenn ich mal durch Hof gehe. Klar, aber die Diskussion hilft, glaube ich, tatsächlich nicht. Ob jetzt die Straße schöner ist und die Häuser schöner sind, ist das eine. Mir wird immer wieder gesagt, naja, keine große Band kommt zu uns zum Beispiel, kein großes Theaterstück wird bei uns aufgeführt. Wenn wir irgendwas wirklich erleben wollen, müssen wir im Zweifel nach Berlin oder sonst wohin, weil bei uns passiert eh nichts. Und das stimmt natürlich auch. Also ja, natürlich es geht um ein relatives Deprivationsgefühl und da vergleiche ich mich tatsächlich jetzt nicht mit Paris, sondern vergleiche mich mit den Menschen, die in meinem Land leben. Klar. Wie ist denn das in Ungarn, Herr Dahlaus, oder generell in Osteuropa? Müssen auch hier erst einmal die Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte verarbeitet werden, bevor sich die Menschen auf Neuerungen einlassen? Denn Ungarn zum Beispiel ist ja auch ein Land, wo Flüchtlinge mit extrem spitzen Fingern angefasst werden. Ja, in Ungarn leider ist das so, dass in Ungarn alles politisiert wird. Das heißt, man weiß eigentlich kaum, was die Leute wirklich meinen. Weil alles wird in diese jetzt, ich würde sagen, künstliche Links-Rechts-Schema hineingehängt. Und die Bilanz der Wende, des Systemwechsels, das nennen sie die Ungarn so, die hängt immer davon ab, welche Seite für sich die Wende. Es gab keine friedliche Revolution oder ähnliches in Ungarn. Es gab einfach die Selbstaufgabe der alten Elite und dann
die ganze Geschichte. Ich würde, das war ein relativ friedliches und gemütliches Weltuntergang. Und Ungarn hat das relativ gut überlebt. Und dann kamen die wirklichen Schwierigkeiten. Und mit den Schwierigkeiten gab es zwei Tendenzen. Das erste, die Nostalgie nach dem alten Regime. Weil das alte Regime hatte eine unglaublich gute Eigenschaft im Vergleich mit dem, zu dem neuen. Es war sicher. Es war stabil. Und diese Stabilität ist das Objekt der Begierde, bis heute bei vielen aus der Generation. Die jüngeren Leute sind unzufrieden, weil sie diese Stabilität nicht einmal gekannt haben. Man kann in Ungarn reich und arm sein, aber nicht genug reich und genug arm oder zu arm. Das ist eine völlig andere Situation. Außerdem, es gibt im Nationalbewusstsein der kleineren österreichischen Völker aus der Monarchie oder Südosteuropa, es gibt ein sehr starker, pathetischer Zug. Man lebt noch in der eigenen Geschichte und man versucht, in dieser tausendjährigen Perspektive sich als besonders edel und schön zu sehen. Und die Ungarn, die haben mehrheitlich, glaube ich, zu wenig Distanz zu ihrer Geschichte. Und die beschäftigen sich ständig damit, ob die anderen Nationen schuldig daran sind, wenn uns etwas nicht gelingt. Die Flüchtlingsfrage ist in Ungarn deswegen grotesk, weil Ungarn ist das Land im ehemaligen Ostblock, was die wenigsten Flüchtlinge hat. Also praktisch sind das ungefähr 50.000, 60.000. Aber die Politik hat sich jahrelang nur mit den Flüchtlingen beschäftigt. Weil das war etwas, was viele Leute verunsichert hat. Fremden, Ausländer, Andersaussehenden. Und das liegt tief in der Mentalität. Ja, was aber auch dann wieder zu meiner Veränderungsfrage passt, denn das haben wir ja auch in den ostdeutschen Ländern immer wieder diese Irritation. Brandenburg oder Sachsen, so viele Ausländer oder so viele Flüchtlinge oder Migranten habt ihr gar nicht aufgenommen. Und trotzdem gibt es diesen starken Widerstand. Aber ist es die Denke, aber guck doch mal nach Hessen oder nach Rheinland-Pfalz. So wollen wir es halt nicht haben, Herr Marold. Ist das die Denke, die dahinter steht? Ja, also ich glaube, dass weil die Bevölkerung keine direkte Erfahrung oder fast keine direkte Erfahrung mit der Flüchtlingswelle hat, bis auf diesen wirklich furchtbaren Szenen am Ostbahnhof im Sommer 2015, das hat man schon gesehen, klar. Mhm. Aber Angela Merkel hat sozusagen uns gerettet damals. Ja. Und die Flüchtlinge sind nach Deutschland gekommen und trotzdem war das doch ein Punkt, wo die ungarische Gesellschaft ihre relative Toleranz eingebüßt hat. Weil sie verstehen das nicht. Und die Regierung und die offizielle Propaganda spielt sehr geschickt mit Verschwörungstheorien. Die ganze Geschichte wird George Soros, dem Philanthropen, in die Schuhe geschoben. Wäre er ein Misanthrop, dann hätten wir mehr Glück mit diesen Fragen. Ja, ja. Danke Aber Ihnen. Die Geschichte mit Soros, diese Kampagne hat eingeschlagen. Es ist nicht einfach die böse Regierung, sondern etwas liegt doch an unserer Mentalität, niemanden reinzulassen. Wir wollen allein sein. Europa hat uns nie geholfen, im 16. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert, selbst jetzt nicht. Und das ist ein beleidigtes Nationalbewusstsein. Ja, ja. Danke Ihnen sehr. Herr Marold, das, was ich gerade gesagt habe, dass auch dort ein gewisser Widerstand gegen weitere Veränderungen, nämlich, so viele Menschen mit migrantischen Wurzeln wie in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz oder Hessen wollen wir eben nicht. Wir sind Sachsen. Nein, Entschuldigung, Herr Marold, meine Frage ging an Herrn Marold. Also
Ich glaube, dass wir da nicht weiterkommen, weil es geht ja nicht darum, das statistisch auszuzählen, sondern ich glaube, es geht wirklich auch hier darum, welches Gefühl haben die Menschen und welche Wertigkeit leiten sie daraus ab. Und die Politik ist relativ abwesend inzwischen in weiten Teilen des Landes, weil die Parteien nicht mehr stark genug sind. Und das ist ein Vakuum. Das muss man sich auch nochmal vergegenwärtigen. Also was bekommen die Leute von Politik eigentlich mit? Das bekommen sie fast überhaupt nie mehr live mit, sondern sie bekommen es aus den Medien, aus den sozialen Medien mit. Was die Flüchtlingskrise betrifft, sie bekommen sehr viel Pathos mit bei dem Thema. Jedenfalls bekamen sie das 2015. Vielleicht ein Pathos, dass sie sich ab und zu ein bisschen öfter mal gewünscht hätten, wenn es um ihre Themen ging. Und wenn wir das vergleichen mit dem, was wir im Moment haben, nämlich mit der Pandemiesituation, da haben wir auch eine Situation, in der tausende, Millionen Leute einzelne kleine Probleme haben, aber sie bekommen von Angela Merkel gesagt, wie sie sich die Hände zu waschen haben. Und das ist eine so große Diskrepanz. Wo sind meine Probleme und was kriege ich von Politik mit? Das ist ein Vakuum. Und dieses Vakuum springt mit viel Getöse die AfD. Ich bin wirklich weit entfernt davon, dass man jedem Krakehler irgendwie hinterherlaufen muss, um ihn zu überzeugen. Aber wir haben laut Umfragen, die relativ stabil sind, ein Problem, das da heißt, dass 40%, gut 40% der Ostdeutschen die Demokratie als beste Staatsform beurteilen. Das ist ein so krass niedriger Wert. Im Westen sind es 75 ungefähr. Das ist ein krass niedriger Wert, dass eigentlich jede Partei, die sich demokratisch nennt, sofort überlegen muss, wie man die Kosten anderswo reduzieren kann und massiv dahin geht, wo so katastrophal schlechte Werte sind. Und sagen, wir sind da, wir reden mit euch über Demokratie. Und nicht, wir kommen alle 4 Jahre einmal und stellen da irgendwie unsere Kiste auf, wo ihr eure Stimme reinschmeißen könnt. Und ansonsten sagen wir euch, wie ihr euch die Hände zu waschen habt, übers Fernsehen. Ja? Das ist wirklich eine Aufgabe, der die Parteien nicht nachkommen, aus finanziellen Gründen vielleicht, weil sie eben auch einen Mitgliederschwund haben, weil sie die Infrastruktur nicht haben, überall zu sein. Aber sie müssen sich was einfallen lassen. Und das tun sie meines Erachtens viel zu wenig. Und lässt sich das aufholen, Herr Wanderwitz? Also zunächst einmal bin ich da an der Stelle, Herr Marold, nicht ganz bei Ihnen. Ich bin bei Ihnen, dass die Parteien dort ein Handicap haben im Verhältnis zu den alten Ländern, weil wir haben eine viel niedrigere Durchdringung der Bevölkerung und sind unsere Mitgliederzahlen auch Mitgliedsbeiträge und mit denen können wir arbeiten. Aber Demokratie ist auch nicht nur eine Bringschuld, sondern ein Stück weit auch eine Hohlschuld. Und wir alle, Landtagsabgeordnete, Bundestagsabgeordnete, Landräte, Bürgermeister, auch ehrenamtliche Kommunalpolitiker, wir sind alle immer ansprechbar. Ich mache beispielsweise sehr regelmäßig meine Bürgersprechstunden. Da kann jeder kommen. Und die Leute kommen einfach nicht, weil sie eben offensichtlich der Meinung sind, es hat sowieso keinen Sinn, mit denen da oben zu reden. Und insofern, ich bin bei Ihnen. Lassen Sie uns mal vertieft darüber nachdenken, was man mehr tun könnte. Auch neue Formate sind ein spannendes Thema in dem Zusammenhang sicherlich. Aber dass wir jetzt so kolossal versagt haben die letzten Jahre, ist nicht meine Analyse. Das habe ich auch so nicht gesagt. Da bin ich auch weit von entfernt, weil ich kenne viele Ihrer Kollegen aus verschiedenen Parteien, die tatsächlich kämpfen. Aber sie sind wirklich Einzelkämpfer in einem Riesenumfeld und alle klagen darüber, dass sie eigentlich zu wenig Unterstützung bekommen. Also gerade die, selbst in Berliner Bezirken, wie Lichtenberg beispielsweise, ja, die da mit ihren Bürgerbüros versuchen, irgendwie so ein bisschen Kontakt aufzunehmen, die sind relativ alleingelassen mit ihren Mitteln und mit ihrem Einsatz. Und ehrlich gesagt, ich kann mich nicht erinnern, dass das ein großes Parteitagsthema in den letzten Jahren bei irgendeiner der etablierten Parteien gewesen sei, wie man diesem doch dieser erschreckenden Botschaft, die einem da entgegenkommt, entgegnet. Und natürlich haben Sie recht, dass das keine Einbahnstraße ist, Demokratie. Aber es gibt auch Institutionen, die sich doch ein bisschen berufen fühlen, dafür verantwortlich zu sein, dass die Demokratie stabil ist. Und die Parteien gehören dazu. Das ist die Aufgabe der Parteien, verfassungsrechtlich geschützt. Und deswegen glaube ich, dass da bei allem Einsatz, der im Einzelnen da tatsächlich auch vorliegt, ein Problem ist. Und wenn Sie ehrlich sind, die AfD schafft es eben mit viel Getöse, einen anderen Eindruck zu erwecken als die etablierten Parteien. Und alleine das zieht schon ein bisschen.
Letztens vielleicht dazu, jetzt in meiner Gesprächsrunde hier, das letzte Buch von Julie C. ist nicht das Beste, meiner Ansicht nach. Hören Sie auf, ich habe es mir gerade zum Geburtstag gewünscht. Hören Sie auf. Es ist trotzdem, ich kann es nur jedem empfehlen, Übermenschen heißt es ja. Unter Leuten war der Kracher, der noch ein bisschen besser war. Aber die Milieus, die da beschrieben werden, in diesem kleinen brandenburgischen Dorf, das ist einfach krass. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, als Großstadtmensch, da hat man es tatsächlich mit einer anderen Welt zu tun. Und das, glaube ich, umreißen viele, die in Berlin leben, arbeiten und auch politisch agieren, nicht wirklich. Vielleicht müssen wir uns dann schon bald nicht mehr treffen, um Ost-West-Geschichten aufzuarbeiten, sondern müssen wir uns demnächst treffen, um Stadt-Land-Unterschiede aufzuarbeiten? Frau Faus? Ja, wir müssen uns, glaube ich, vor allen Dingen mal treffen und überlegen, wie wollen wir denn eigentlich zusammen leben. Also Stadt-Land ist ein Thema, Ost-West ist ein Thema, Migration ist ein Thema, Klima ist ein Thema, Gender ist ein Thema. Also es gibt da ja ganz viele Themen. Und was wir tatsächlich die letzten Jahrzehnte gemacht haben, wir haben bei allen Krisen, die kamen, rückblickend sozusagen ein Pflaster draufgeklebt, aber wirklich aufgearbeitet haben wir es nicht. Also die Nazi-Vergangenheit wurde in weiten Teilen nicht aufgearbeitet, die SED-Diktatur wurde in weiten Teilen nicht aufgearbeitet. Was in der Geflüchtetenkrise passiert ist, haben wir nicht aufgearbeitet. Jetzt haben wir diese Corona-Situation mit den Hygienedemos und so weiter. Also wir schaffen jedes Mal das wieder und freuen uns, wenn es dann wieder vorbei ist und wenn es wieder abebbt, aber letztlich wirklich aufgearbeitet haben wir das alles nicht. Und jetzt so langsam tragen wir halt damit so ein Klotz am Bein, den wir auch nicht mehr loswerden. Klar können wir und müssen wir über Stadt-Land-Unterschiede sprechen. Und natürlich ist da viel zu tun. Und politisch ist es natürlich hochrelevant, dafür gleiche Lebensbedingungen zu sorgen. Das ist ja vollkommen klar. Aber selbst wenn wir da gleiche Lebensbedingungen hätten, bin ich davon schwer überzeugt, dass wir diese Unterschiede nach wie vor sehen werden. Und das sehen wir ja auch, wenn wir Ost-West angucken. Selbst wenn man die Daten auf sozialstrukturelle und demografische Faktoren bereinigt, sehen wir ja nach wie vor, dass es trotzdem einen größeren Anteil mit autoritären Einstellungen im Osten gibt als im Westen. Also nur durch sozusagen, wir versuchen, gleiche Bedingungen zu schaffen, alleine ist es noch lange nicht getan. Und Herr Marold, noch Ergänzung? Nein, nur grandiose Zustimmung. Sie hatten das ja vorhin auch schon aufgeworfen, sind wir denn noch in der Lage, diese ganzen Themen, also das schaffen wir ja gar nicht alles, was Sie gesagt haben, Frau Faus, aber sind wir noch in der Lage, miteinander zu diskutieren? Ich habe heute einen Kommentar oder ist fast schon ein Essay in einer Herrn Marold gut bekannten Zeitung gelesen, und zwar von Wolfgang Merkel, dem Professor am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, und er warnt vor einer Polarisierung, wie wir sie in den USA ja sehr, sehr krass gesehen haben zur Regentschaft von Donald Trump, und was jetzt eben der nachfolgende Präsident, weiß ich nicht, mühevoll irgendwie aufarbeitet, dass sich zwei Seiten gegenüberstehen. Da haben wir dann die Menschen, die mit hohem Human- und Sozialkapital ausgestatteten, akademisierten neuen Mittelschichten. Sie leben urban, ökonomisch privilegiert, sie haben ein kosmopolitisches Weltbild und so weiter und so fort, betonen die Gleichberechtigung der Geschlechter, bevorzugen eine liberale Migrationspolitik und so weiter und so fort. Sie sind ökonomisch begünstigt. Und dann kommen die, wie Herr Merkel sie nennt, die Kommunitaristen, befürworten einen starken Nationalstaat, strikte Migrationskontrolle. Sie erwarten sozialen Schutz und finanzielle Förderung vom Staat, sind ökonomisch nicht so begünstigt. Können wir noch miteinander diskutieren, Herr Wanderwitz? Naja, Wir sind jedenfalls dazu verpflichtet, es zu versuchen, weil nur die Diskussion bietet ja Hoffnung. Und trotzdem gibt es nicht wenige, wo auch momentan Diskussionen nicht möglich sind, weil man einfach sich sprachlos gegenübersteht. Mir ist zum Beispiel ganz sehr haften geblieben der letzte Bundestagswahlkampf in meiner erzgebirgischen Heimat in Annaberg-Buchholz mit der Bundeskanzlerin.
Da war so eine Masse von 300 Leuten, die haben wirklich geifernd ihren Hass herausgeschrien mit glühenden Augen. Mit solchen Leuten kannst du nicht mehr sprechen. Die siehst du jedes Wochenende an der B96 stehen in der Lausitz mit Reichskriegsflaggen in der Hand oder irgendwelchen selbstgebastelten Fantasieflaggen oder eine DDR-Fahne, ist ja alles dabei, was irgendwie krude ist. Und wenn die dann von einem Journalist interviewt werden, also da bist du sprachlos, was die dort erzählen. Und mit denen ist es sehr, sehr schwer, im Gespräch zu bleiben. Und da bin ich auch, will ich offen sagen, ein kleines Stückchen hoffnungslos, wie ich das kurzfristig ändern kann. Haben Sie da einen Rat, Frau Simon? Ist es natürlich, so, dann letztendlich natürlich so? Nicht. Natürlich habe ich keinen Rat, aber wir haben ja auch in der Kommission die Erfahrung gemacht, wir haben sehr viele Bürgerdialoge geführt in der Zeit und die waren wirklich produktiv. Und ich weiß auch nicht, ob man jetzt so von so einer Bringeschuld sprechen kann, also in der Demokratie. Hätten die Leute auch die Bringeschuld, das sehen gerade die Ostdeutschen nicht ganz so, weil ja manche wirklich unter der von uns sogenannten Verbitterungsstörung leiden, also dass sie so sagen, wir sind zweimal beschissen worden, einmal von der DDR und jetzt von der Bundesrepublik und aus dieser Verbitterung her dann sich nicht mehr einbringen. Und ich würde da auch Herrn Dallasch zustimmen, dass das wirklich im Osten so ähnliche Strömungen gibt wie in Ungarn. Also früher hatten wir wenigstens die Sicherheit und jetzt müssen wir wieder, sollen wir schon wieder aktiv sein und eben eine Bringeschuld vollziehen. Ich glaube, es bewährt sich eigentlich dann, was glaube ich der Haselhoff jetzt gemacht hat, mit ganz vielen Leuten sehr viel zu reden. Jetzt nicht mit diesen ganz abstrusen Typen, das geht nicht. Also das ist mir klar, aber doch sehr viel mehr Bürgerdialog, sehr viel mehr Einbeziehung von Bürgern in Strukturen, in Vorortstrukturen. Also die Leute haben auch ein unglaubliches Bedürfnis zu reden. Also wenn man jetzt mal einen Dialog anspricht, also dann hört es gar nicht mehr auf, das Gerede sozusagen. Also ich glaube, es muss mehr miteinander geredet werden. Und ich da gerade zustimmen darf einmal, ich glaube allerdings, dass dieser Diskurs, wenn wir ihn irgendwie führen, moderiert sein muss. Was wir jetzt gemacht haben die letzten Jahre, ist, wir haben im Grunde unglaublich kleine Minderheiten, die wahnsinnig laut sind, aufeinander gehetzt. Und die große Mehrheit der Gesellschaft hat gesagt, boah, also jetzt ziehe ich mich zurück, ich will mich hier nicht zerreiben lassen. Auf der Familienfeier, ich werde mich nicht mehr gegen den Nazi-Onkel stellen. Ich halte mich raus und gehe im Zweifel nicht mehr hin. Und mit denen müssen wir reden. Und mit denen müssen wir reden, um sie wieder laut zu machen und überhaupt wieder sprechfähig zu machen. Und jetzt muss ich einmal kurz Medienschäle zu betreiben. Aber ich glaube, was da tatsächlich passiert ist, und ich kann nachvollziehen, warum das aus dieser Medien Logik passiert ist, aber also gerade die Medien haben es geschafft, diese kleinen Stimmen, die laut sind, auch jetzt bei Corona sehen wir es, so groß und so hoch zu jazzen, dass wir plötzlich glauben, das sei irgendwie die Mitte der Gesellschaft. Nee, das ist es nicht. Herr Wallawitz. Wo ich Ihnen sehr zustimmen würde mit dem Moderieren. Es muss, man kann nicht einfach so aufeinander losgelassen werden, es muss moderiert werden. Ja. Das ist beispielsweise ein Thema, was mich sehr traurig macht und ärgert, dass mir Corona ein Schlüsselthema kaputt gemacht hat, nämlich, dass ich mir fest vorgenommen hatte, als ich dieses Amt angetreten habe, dass ich ähnlich dem, was unser Ministerpräsident in Sachsen, Michael Kretschmer, macht, genau solche moderierten Bürgerdialoge mit, ich sag mal, Werkstattcharakter in die Fläche bringen wollte. Und ich wollte damit, und insofern hoffe ich mal, dass jemand, in Anführungsstrichen, das Konzept liegt jedenfalls fertig in der Schublade, die ich hinterlassen werde, das dann macht. Und damit auch speziell so, ich sag mal, in die Kleinstädte in der Peripherie zu gehen. Städte, die im Zweifel ein Stück weit außerhalb der Sicht sind. Mir hat ein Journalist, als ich neu ins Amt gekommen bin, eine Geschichte erzählt, die spielt in einem kleinen, namenlosen Mecklenburg-Vorpommerschen Dorf. Er war da irgendwie im Dorfkrug untergekommen und man kam ins Gespräch beim Bier und es hieß dann, warum bist denn du da? Und irgendwie war er zur Begleitung von irgendeinem politischen Besuch und da meinte dann derjenige, ja, hier ist keiner mehr vorbeigekommen. Der letzte bekannte Politiker, der hier mal war, war Adolf Hitler. Ja.
Und da habe ich natürlich erstmal tief durchgeatmet, so wie er auch. Weil natürlich auch wahrscheinlich die örtliche Abgeordnete, der örtliche Abgeordnete im Zweifel als der gehört dazu, der muss hier sein, wahrgenommen wird. Man meint dann sozusagen Spitzenpolitiker. Und deswegen glaube ich, dass dieses Aufsuchen, und ich wollte, also mein Bürgerdialogkonzept sieht auch so aus, so wie das für Michael Kretschmer, der hat da immer sein ganzes Kabinett dabei, dass ich dann wirklich da mit 2, 3 Ministern, Staatssekretären, und dass man dann Themen setzt, die an dem Abend die Themen der Region sind, und dann wirklich sagt, man redet mit den Leuten mal erschöpfend drüber, schreibt sich auch auf, was die einem zu sagen haben, nimmt Hausaufgaben mit, es gibt dann auch Feedback. Das halte ich für wirklich ganz wichtig, und ich glaube, wenn ich das ein Jahr hätte durchziehen können, ein bisschen was hätte es geholfen, und ich bin da Corona sehr böse, dass es mir das kaputt gemacht hat. Na gut, dann werden wir mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Und es entwickelt sich hoffentlich weiter positiv. Und dann werden wir natürlich den Wahlkampf für die Bundestagswahl und die ganzen Landtagswahlen dann im September sehr genau beobachten, in wie viel Käffern dann plötzlich irgendjemand auftaucht, wo niemand mit gerechnet hat. Ich möchte noch... Entschuldigung, dass ich noch mal reingehe. Jetzt macht es keinen Sinn mehr, selbst wenn es inzidenzmöglich wäre, dieses Format noch zu machen, weil jetzt ist Wahlkampf. Jetzt kommst du damit nicht mehr durch. Deswegen habe ich es für mich auf Wiedervorlage nach der Wahl gelegt. Jetzt machen wir Wahlkampf und müssen in viele Käfer gehen, in Anführungsstrichen. Aber diese Formate kannst du nicht in Wahlkampfzeiten machen, weil dann hast du automatisch parteipolitische Formate und das bringt nichts. Entschuldigung. Nee, das ist schon gut. Und wie entscheiden Sie dann? Weil Wahlkampf, also Sie sagen ja, Sie müssen jetzt raus, Sie müssen jetzt zu den Leuten. Entscheiden Sie dann, dass Sie auch wirklich wohin gehen, wo es weh tut und wo Sie möglicherweise erstmal 20 Minuten lang angeschrien werden, bevor Sie dann mal sagen können, hey, lass uns mal reden? Naja, zunächst einmal bin ich ja in meinem Wahlkreis wieder aufgestellt und will erstmal meinen Wahlkreis gewinnen. Und da gibt es auch ein paar Dörfer, wo es schwieriger ist als in anderen, sag ich mal. Da gehe ich natürlich trotzdem hin. Aber da habe ich ein Stück weit, sage ich mal, das habe ich auch jetzt übrigens in der Debatte gemerkt. Also es gibt so ein paar Leute, mit denen ich seit vielen Jahren im Gespräch bin, die auch nicht nur für sich allein sprechen, wo ich auch weiß, die wählen auch hier und da mal AfD. Und ich sage das denen auch auf den Kopf zu, dass ich das nicht gut finde. Aber die haben jetzt mich dann schon mal gefragt, wie hast du es denn gemeint, und nicht gleich den Stab gebrochen, weil die mich kennen. Und insofern, sage ich mal, ist das zu Hause eine andere Sache, als wenn du dann eben wohin gehst, wo du im Zweifel darauf angewiesen bist, natürlich, dass der örtliche Wahlkämpfer sozusagen weiß, ob er sich einen Gefallen tut, damit dich einzuladen oder nicht. Und ja, also ich sag mal, wir werden alle wieder einen Wahlkampf erleben, der mindestens auf dem Schmerzniveau des Letzten sein wird, leider. Und denken Sie noch, eine kurze Nachfrage und dann seid ihr alle wieder dran. Denken Sie, dass, also natürlich weiß ich nicht, ob die CDU an der kommenden Bundesregierung beteiligt ist, aber denken Sie, dass in den Parteien so eine Überlegung einsetzt? Ich sag's jetzt mal krass, wir brauchen eine Ostquote. Also wir müssen sehr genau achten, dass unser Führungspersonal sozusagen pari pari, also nicht nur 3 Saarländer und dann noch 2 Leute, sondern dass wirklich mehrere Minister, Ministerin mit ostdeutscher Biografie dabei sein müssen? Also zumindest habe ich vielfach in den letzten Jahren immer wieder gehört, jetzt müssen wir mal gucken, ob noch ein bisschen Niedersachsen oder NRW, weil der Osten kriegt ja die Bundeskanzlerin, das ist dann relativ mehr als genug. Aber zur Realität gehört natürlich auch dazu, in Nordrhein-Westfalen allein leben mehr Menschen als in allen 9 Bundesländern inklusive Berlin zusammen. Insofern reden wir regelmäßig über nordrhein-westfälische Personalien, weil da leben viele Menschen. Die CDU NRW hat viele Mitglieder. Und insofern bin ich da auch frei der Illusion, dass irgendwie aus jedem neuen Bundesland jemand im Kabinett angehören wird. Sondern wir werden hier über 1, 2, höchstens 3 ostdeutsche Minister reden. Okay. Womit wir noch bei der Frage sind, die ich spannend fand bei Ihnen, Frau Faus, und so endete ja Ihre Präsentation, was ist Deutsch? Sie haben die Sprache erwähnt, die gemeinsame Geschichte und dann eben unsere Leistungsgesellschaft, der Arbeitsethos und die Solidargemeinschaft. Da haben Sie dann schon gesagt, da gibt es dann auch sehr unterschiedliche Haltungen, wer in diese Solidargemeinschaft hineingehört. Frau Simon,
Ist das, stimmen Sie, Frau Faust, zu, wir müssen endlich diese Diskussion führen? Warum ist das wichtig? Was ist Deutsch? Ja, da geht es eben immer wieder um die Identität und ob wir vielleicht eine gemeinsame Identität finden, die man Deutsch nennen kann. Und das spielt, glaube ich, wirklich eine Rolle. Es spielt ja auch bei der Vereinigung eine Rolle, weil ja da ging es ja auch um die Symbole. Und da wurden ja keine neuen Symbole gefunden, also keine gemeinsame Verfassung, keine neue Nationalhymne, obwohl man bei beiden Seiten immer bestimmte Strophen gar nicht mehr singen konnte. Und es geht so ein bisschen darum, kann man jetzt eine gemeinsame Symbole finden und kann man gemeinsame Identität finden, die die Unterschiede akzeptiert. Ich glaube, wir können auf keinen Fall wollen, dass wir jetzt irgendwie so gleich sind. Also, sondern es geht wirklich um mehr Akzeptanz des unterschiedlich Gewordenseins. Also gehört zusammen, was gewachsen ist, sage ich immer, statt dieses Bild von siamesischen Zwillingen, jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört. Das fand ich immer ein bisschen merkwürdig. So zusammenwachsen geht nicht so einfach, sondern eher gehört zusammen und wie gehört zusammen und darüber eine Verständigung auf sehr vielen Ebenen. Also natürlich über Dialoge und dann gibt es ja auch dazu schon relativ viel künstlerische Auseinandersetzungen. Stimmen Sie dem zu, Herr Marold? Ist das ein Weg so hin zur sozusagen deutsch-deutschen Einigung, dass wir uns wirklich mal grundsätzlich überlegen, was ist Deutsch? Wie wichtig ist das? Nee, ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Ich habe mich mit der Frage auch seit Uni-Zeiten immer wieder beschäftigt, unter allen möglichen Aspekten. Und ich bin inzwischen zu dem Schluss gekommen, dass identitätspolitische Fragen die Gefahr in sich bergen, dass sie eher zu einer Zerfaserung und zu einem Gegeneinander in Gesellschaften führen können. Ich halte das nicht für zwingend, dass wir jetzt eine neue Symbolik entwickeln für das Deutsche oder für unser Land. Ich glaube auch, dass das völlig einem Interesse der Leute vorbeigehen würde. Das steht überhaupt nicht bei irgendwem als Thema irgendwie an. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Und um das auch noch mal zu vertiefen, also das war schon ganz kurios. Warten Sie mal ganz Diskussion. Kurz, ich will da mal einhaken. Sie wissen, dass die, als die Grünen, ich weiß nicht, die Grüne Jugend oder so, als die Deutschland unbedingt rausnehmen wollten aus dem Wahlprogramm, da war gleich ein Riesengeschrei da. Also stimmt das wirklich, dass es niemanden interessiert, das Thema? Also zum einen haben Sie mich ein bisschen missverstanden dann, wenn Sie das als Beispiel nehmen. Und zum anderen, glaube ich, ist das eigentlich... Es ist ja nicht messbar, was da passiert ist. Irgendeine Parteigliederung fordert was. Das Thema haben wir ja vor jedem Parteitag. Und dann gucken irgendwie meine lieben Kolleginnen und Kollegen, was an Kuriositäten die Jusos oder sonst wer gerade irgendwie versuchen durchzusetzen und sowieso nicht schaffen. Und dann ist ein kurzer Aufblitzen einer Debatte. Und das Einzige, was passiert, ist, dass alle aus ihren Schützengräben kurz den Kopf hervorheben und irgendwie eine Wortsalve absenden und dann sich wieder zurückziehen. Ich sehe den Sinn darin überhaupt nicht. Da mag man gerne mal drüber, spaßig drüber sprechen, aber das bringt uns weder weiter, wenn wir es lassen, noch wenn wir es tun. Also Deutschland im Parteiprogramm der Grünen im Titel stehen zu lassen. Worum es mir geht, mehr geht als das. Und da komme ich nochmal zu einem Widerspruch, den Jana Faust aufgemacht hat, aus meiner Sicht. Das Beispiel Amerika ist ja genannt worden. Ja? Und das Beispiel zeigt eigentlich sehr krass, dass es auch ein mediales Versagen gab, aber ein ganz anderes als das, was jetzt den Medien vorgeworfen wurde. Da wurde nämlich überhaupt nicht hingeguckt. Und da waren alle völlig baff, dass plötzlich Trump gewählt wurde. Dabei haben die wenigen, die durchs Land gefahren sind und mit den Leuten dort gesprochen haben, sehr genau gespürt, dass sich da was tut. Ja? Nur die Korrespondenten in Washington haben es nicht mitgekriegt bei ihrem Dinner. Und das ist insofern schon mal ein Fortschritt, dass da schon mehr hingeschaut wird, was sich da tut. Dass jetzt in so einer überzeichneten Corona-Lage da vielleicht die ein oder andere Schieflage entsteht, das gebe ich gerne zu bedenken und auch zu. Aber das ist kein nationales Thema alleine. Das Thema ist viel größer als ein nationales Thema. Und deswegen glaube ich, dass man über das Nationale oder gar mit nationalen Symbolen überhaupt nicht weiterkommt.
ein eher lässiger Umgang mit dem Thema würde, glaube ich, allen gut tun. Trotzdem sagen Sie, es ist Ihnen wichtig, Frau Faus. Warum? Weil wir schon durchaus wahrnehmen, dass es den Leuten wichtig ist. Natürlich, wenn ich frage, ist dir eine Diskussion darüber wichtig, was Deutsch ist, dann sagen die, komm, geh weg. Darüber habe ich überhaupt keine Lust zu sprechen. Aber was wir gehört haben, jetzt also in unseren tiefen Interviews dann mit Ostdeutschen und dann auch mit MigrantInnen, die gesagt haben, ich habe mich echt bemüht. Ich wollte mich an dieses neue System auch anpassen. Ich habe versucht, aber egal, was ich gemacht habe, es war nie gut genug. Und eigentlich weiß ich auch gar nicht ganz genau, an was ich mich anpassen muss. Und ich glaube, uns muss schon klar sein, dass die Gesellschaft natürlich mal homogener war, als sie es ist. Und zwar durch ganz viele Veränderungen. Und sie wird auch noch bunter und vielfältiger und unterschiedlicher werden. Von unterschiedlichen Lebensentwürfen bis hin zu, auch was bedeutet eigentlich Deutschland in der EU? Also ne, das kann man ja auf alle möglichen Ebenen übertragen. Und ich bin schwer davon überzeugt, wenn wir die Diskussion nicht führen, brodelt die ganze Zeit eine Unzufriedenheit, auch wenn wir vielleicht keine Antwort darauf finden. Und vielleicht haben Sie recht, Herr Marold, dass wir keine deutschen Symbole brauchen. Nichtsdestotrotz hat Frau Simon, glaube ich, schon auch recht, wenn sie sagt, nach der Wiedervereinigung, es war klar, das ist irgendwie die westdeutsche Fahne, das ist die westdeutsche Hymne. Das hilft nicht. Also irgendwann müssen wir uns dieser Diskussion, glaube ich, schon stellen. Und die wird schmerzhaft. Die wird auch ganz schön hässliche Fratzen hervorbringen. Aber ich glaube, wir brauchen es. Herr Dahlos, und was sagen wir? Ganz kurz, ja? Und wenn wir da gesprochen haben, das hatte ja Frau Simon auch schon gesagt, wenn wir es geschafft haben, mit Menschen zusammenzusitzen, also das mache ich jetzt beruflich die Erfahrung, weil ich permanent durch Deutschland fahre und mit Menschen rede, aber auch aus einem zivilgesellschaftlichen Engagement heraus, wann immer wir mit Menschen unterschiedlicher Einstellungen sprechen und es ist moderiert, sagen die am Ende, das war richtig toll und das hat mir richtig gut gefallen und das vermisse ich auch. Ich möchte beispielsweise in der Familie nicht mehr solche Themen besprechen, aber es ist mir ein Bedürfnis und ich freue mich, dass ich das tun konnte. Also es gibt schon ein Bedürfnis. Entschuldigung, jetzt bin ich still. Nee, das war noch ein wichtiger Nachsatz. Herr Dahlos, wie gucken Sie denn auf diese ewige Identitätssuche der Deutschen? Ja, aus der Perspektive eines Landes wie Ungarn ist das erstaunlich. Weil die Ungarn haben es schon geschafft, im Rahmen eines geografischen Raumes gespalten zu sein. Und also wir brauchen nie zwei Staaten dafür. Und das große Problem, was ich eben in dieser deutschen Diskussion sehe, es klingt nicht gut, aber ein bisschen mehr Nationalstolz, Entschuldigung, verdient diese Gesellschaft. Das ist heute Deutschland die fast einzige stabile Demokratie auf dem Kontinent. Und alles, was in Ungarn abspielt, wenn ein ungarischer Demokrat irgendwas als Vorbild betrachtet, dann ist das Gleichgewicht, das relative Gleichgewicht und die Ausgewogenheit in Deutschland. Es ist natürlich keine Frage, dass diese unterschiedliche Herkunft der beiden deutschen Landeshälfte. Das wirkt noch lange nach. Aber die Probleme müssen Probleme bleiben. Aber die müssen nicht unbedingt einen Konsens und ein Gleichgewicht verhindern, was für andere europäische Länder, für Länder, die irgendwo zwischen Weißrussland und sagen wir der Ukraine leben, im Schatten von Putin. Es ist unglaublich wichtig, dass so ein Land gibt. Es gibt etwas, wo man einfach sagen kann, ja, das ist auch nicht ideal. Es gibt keine ideale Demokratie. Aber es gibt sie. Und das ist sehr wichtig für, das versteht jeder, das ist kein Zufall, dass die ungarische Rechte jetzt als Hauptfeindin die Bundesrepublik betrachtet. Das ist ein gutes Zeichen. Das bedeutet, dass etwas ganz richtig läuft. Vieles kann nicht richtig laufen. Ich kenne Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Sachsen-Anhalt, klar, also Magdeburg, ich kenne es sehr gut. Ich weiß, dass diese Probleme noch 20, 30 Jahre lang geben wird. Das muss man, damit kann man leben, solange dieses Bewusstsein besteht,
dass unser Land für Europa wichtig ist. Ich meine jetzt Deutschland. Ja, da haben Sie dann wieder diesen Punkt, dass wir doch bitte auch mal nach draußen schauen sollten. Und dann ist es auch so hilfreich, vielen, vielen Dank, dass Sie von draußen auf uns gucken. Herr Wanderwitz, brauchen die Ostdeutschen, ich bin immer noch bei dem Punkt, müssen wir mal die Diskussion aufmachen, was ist deutsch? Brauchen die Ostdeutschen, aber auch die Westdeutschen, was, worauf sie stolz sein möchten? Ich finde jedenfalls, es gibt eine ganze Menge, worauf sie stolz sein, worauf wir alle stolz sein könnten. Wir müssen uns nur darüber einig werden, was es ist. Das war für mich zum Beispiel einer der Gründe, warum ich, als ich noch Kulturpolitik gemacht habe, ein großer Verfechter des Gedankens eines Freiheits- und Einheitsdenkmals gewesen bin. Und es furchtbar tragisch finde, dass wir uns dann sozusagen im Klein-Klein des Künstlerischen und des Standorts verloren haben. Weil es gibt Dinge in unserer Geschichte, die ganz furchtbar sind und die wir nie vergessen dürfen und die wir wachhalten müssen und aus denen wir für jede Generation Lehren ziehen müssen. Aber es gibt eben auch Dinge, auf die wir stolz sein können. Und dazu gehört zum Beispiel, dass es nach vielen gescheiterten Freiheitsbewegungen die eine gegeben hat, die 1989 zum Erfolg gekommen ist. Und deswegen finde ich, ist das Freiheits- und Einheitsdenkmal eine tolle Sache. Und die Freiheit und die Einheit hängen unmittelbar miteinander zusammen. Und für mich ist die Einheit bei allen Schwierigkeiten, die es immer noch gibt, eben eine Erfolgsgeschichte. Und deswegen hat auch mein Jubiläumsjahresbericht zum 30. Jahr die Erfolge geatmet, aber auch die Dinge, die noch nicht funktioniert haben und auch den Weg, den steinigen Weg zum Erfolg abzubilden versucht. Aber am Ende des Tages, glaube ich, können wir dort eine tolle Geschichte erzählen, auf die wir stolz sein können. Frage in die Runde. Warum tun wir uns so schwer? Warum wohnen dann da die Fledermäuse und dann ist das Projekt nicht schön und dann steht es an der falschen Stelle? Warum? Wir haben nach 31 Jahren deutscher Einheit immer noch kein Denkmal. Erstmal haben wir ja lange gebraucht, bis wir uns geeinigt haben, dass wir eins wollen. Warum? Keine Antwort? Mit dem Nationalstolz haben wir es wirklich schwer. Also da brauchen wir auch keine großen Begründungen herleiten. Wir haben einfach zu viele Verbrechen begangen, also das in der Geschichte. Also das kann man jetzt auch nicht kleiner reden. Das ist so. Das ist schwer. Stolz, ein Deutscher zu sein, das hatten die Rechten auf ihren Fahnen. Ja? Trotzdem, denke ich, gäbe es im Grunde jetzt wirklich Gründe, stolz zu sein und es auch mehr zu betonen. Also ich bin mit einem Tschechen verheiratet und wenn ich da vergleiche, was die Tschechen jetzt so zu bewältigen haben und was dort an Schwierigkeiten in der Gesellschaft aufgetreten ist nach 89, dann kann man auch sagen, ja, da gibt es wirklich fast eine Erfolgsgeschichte in Deutschland. Und genauso, wenn man uns mit Ungarn vergleicht. Also man muss es wirklich in diesen größeren Relationen sehen. Und vielleicht gäbe es da auch erstmal, dass man kleinere Geschichten erzählt, worauf man jetzt im Speziellen stolz ist. Also nicht so riesen Nationalstolz. Und das Denkmal ist ja leider auch nun künstlerisch nicht so toll. Aber es wäre... es hat schon was Wichtiges, worauf bin ich eigentlich stolz in meinem Leben. Ne? Und da ist ja auch einiges, was mit der jetzigen Geschichte zu tun hat. Ja, und das fügt sich ja dann auch ganz wunderbar in dieses, ich war, 30 Jahre lang, habe ich dieses oder jenes Unternehmen oder diesen oder jenen volkseigenen Betrieb in der DDR geleitet und dann wurde der einfach mir unterm Hintern weg abgewickelt, aber ich will es einfach nochmal erzählen. Herr Dalos, Sie haben noch eine Antwort auf meine Frage. Ich wollte nur über den Nationalstolz sprechen, weil ich glaube, das ist ein bisschen wie Blutdruck. Es kann zu hoch und zu niedrig sein. Man muss es einstellen, weil ich glaube, wenn jemand nicht auf sein Land stolz sein kann, kann sich auch seines Landes dann nicht schämen. Und selbst für Ungarn, wo ich jetzt zu wenig Gründe habe, auf mein Land stolz zu sein, aber es gab doch historische Momente, die mich als Ungarn mit einer großen Befriedigung erfüllten. Das war zum Beispiel die Grenzöffnung
1989. Das war doch nicht einfach eine Regierungsentscheidung, sondern das Ergebnis der Entwicklung einer Gesellschaft. Aber das war schon eine Leistung. Und die eigenen Leistungen muss man schätzen. Mhm. Herr Wanderwitz, Antje schreibt hier bei uns im Chat, wir brauchen eine massive Investition und auch positive Erfahrung, vor allen Dingen der jungen Menschen verstärken. Wirkt das der Problematik, dass die Ostdeutschen sich in Teilen minderwertig fühlen, wirkt das dem entgegen? Politische Bildung und die positiven Erfahrungen verstärken. Ich glaube schon, dass in jungen und künftigen Generationen große Chancen liegen. Und ich glaube auch in der Tat, und da schließt sich ja wieder ein bisschen der Kreis zu den vielen Fakten, die Frau Fausum am Anfang geliefert hat, über die wir dann gleich munter diskutiert haben. Wenn es uns gelingt, beispielsweise dieses Repräsentanzproblem aufzubrechen, wenn es uns gelingt, diese messbaren Unterschiede aufzubrechen, nämlich dass es ein Stück weit schwieriger ist, in gewisse Positionen zu kommen, wenn ich eben aus Cottbus oder aus Schwerin bin. Das wäre natürlich sowas wie der große Wurf. Und deswegen, ich habe ja vorhin schon mal das Begabtenförderungswerk erwähnt, was wir uns da überlegt haben. Und es sind noch ein paar mehr Überlegungen. Und wir denken auch weiterhin darüber nach. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Ja. Warum müssen wir eigentlich immer zu über die Ostdeutschen reden? Also wohin meine Frage führen soll, ist, wann ist Ost und West genauso eine Himmelsrichtung wie Nord und Süd? Und wir haben das nicht mehr als ewig trennendes Bekenntnis. Na, ich komme ja aus dem Osten. Wann? Herr Dahlos hat gesagt 20, 30 Jahre. Ich würde sagen, dann, wenn die eigene Identität nicht immer wieder in Frage gestellt wird. Die Westdeutschen identifizieren sich ja viel weniger als Westdeutsche, als sich die Ostdeutschen als Ostdeutsche identifizieren. Und klar, also auch Migranten identifizieren sich viel stärker irgendwie mit ihrer eigenen Biografie als andere das tun, weil sie permanent in Frage gestellt wird, weil sie permanent gefragt werden. Wenn es mich halt irgendwann nicht mehr interessiert, ob mein Chef oder meine Kollegin Ost- oder Westdeutsche ist, ich frage ja auch jetzt nicht, weiß ich nicht, kommst du aus NRW oder Bayern? Das interessiert mich ja sonst auch nicht bei meinen Arbeitskollegen. Frau Simon, was sagen Sie? Auch keine Prognose. Ich weiß nur, dass jetzt die Patienten, die zu mir kommen, es immer wissen wollen, ob ich Ost- oder Westdeutsche bin, weil sie meinen, dass nur, also Ostdeutsche meinen, nur wenn ich die ähnliche Sozialisation habe, könnte ich sie verstehen. Was aber nicht stimmt. Also ich glaube, auch ein West-Berliner Kollege würde ein ostdeutschen Patienten verstehen, aber... Hat sich das ganz kurz eingehakt, hat sich das verändert? Haben die Leute vor 10 Jahren noch nicht gefragt, wo sie her sind? Nein, die haben mich von Anfang an gefragt und sie fragen weiter. Und ich kenne es auch im Bekanntenkreis. Früher hat man in der DDR immer gefragt, wie ist der politisch? Und jetzt fragt man, ist der Ost oder West? Also man fragt sozusagen nach einem Hintergrund, nach einem Erfahrungshintergrund, nach einem Sozialisationshintergrund, und meint, nur mit einer ähnlichen Sozialisation könnte man sich verstehen, was ja wirklich nicht stimmt. Also ich habe sehr viele sehr gute Westfreunde und da gibt es ja sozusagen auch generationelle, gerade mit der 68er-Generation im Westen verstehe ich mich sehr gut. Also von daher, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie lange wir da noch brauchen werden. Was sagen Sie, Herr Marold? Also ich glaube, dass es mit den Millennials so langsam abnimmt, das Thema. Und ich glaube, es wird ewig weitergehen, wenn wir es weiter befördern mit Ost-West-Untersuchungen und Diskussionen. Kann man es natürlich immer wieder aufwärmen. Das kann man ja nicht genau sagen, wann ist denn das Thema weg. Natürlich werden Sozialwissenschaftler auch in 20, 30 Jahren noch nachschauen und das zu Recht. Und dann wird das Thema wieder diskutiert werden. Ich finde das aber auch nicht so schlimm. Und ich möchte noch mal einen Schlenker zu dem Thema National und Stolz, weil das hat natürlich was damit zu tun.
In Deutschland ist der Bau eines Denkmals das Denkmal. Das haben wir beim Holocaust-Mahnmal in Berlin erlebt. Da ist tatsächlich auch der Prozess, wie es zustande gekommen ist und die Diskussion viel wertvoller gewesen. Das erleben wir bei dem Einheitsdenkmal. Und das hat natürlich auch was mit unserer Geschichte zu tun. Und das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Und wenn wir über Stolz reden, und ich fand das toll, was Herr Darasch gesagt hat, das ist wie der Blutdruck. Der darf halt nicht zu hoch und nicht zu niedrig sein. Das ist ein tolles Bild. Worauf waren und sind wir denn stolz? Also ein Teil des Landes war stolz auf die Aufnahme der Flüchtlinge und ein anderer Teil hat sich zur gleichen Zeit dafür geschämt, was sich teilweise an Ablehnung getan hat. Ein Teil des Landes war stolz, dass die Erfinder des Impfstoffs irgendwas mit Deutschland zu tun haben und die anderen schämen sich dafür, dass die Verteilung, auch die internationale, in afrikanische Länder so dermaßen blamabel funktioniert, ja. Ein Teil freut sich irgendwie über einen tollen Entwicklungshilfeminister, den wir haben, und der andere Teil schämt sich dafür, was wir tatsächlich für die Entwicklung von ärmeren Ländern tun. Ich glaube, das ist kein Thema, was uns wirklich in der Debatte Ost-West weiterhilft. Deswegen insistiere ich da auch. Ich glaube nicht, dass das Thema national oder auch national stolz uns gar hilft, zu überwinden, was wir da noch an Unterschieden und an Problemen identifizieren. Okay, danke. Herr Wanderwitz, wann brauchen wir keinen Ostbeauftragten der Bundesrepublik mehr, der Bundesregierung mehr? Ja, das glaube ich, wird gar nicht mehr so lange dauern. Also ich mutmaße mal, die nächste Bundesregierung wird sich schon, wie immer die zusammengesetzt ist, sehr genau überlegen, ob in so einer doch relativ aufgeheizten Situationen, dass der richtige Zeitpunkt ist, aber jedenfalls nicht für die Ewigkeit. Ich musste dieser Tage öfters mal an ein Zitat denken, was ich das erste Mal auf den Tisch bekommen habe, als es mir Matthias Platzek gezeigt hat, nämlich eins von Dahrendorf von 1990. Der da viele kluge Sätze aneinandergereiht hat, was wie lange dauern wird, und der gesagt hat, dass bis wir sozusagen wieder so richtig zusammengewachsen sind, es wahrscheinlich 60 Jahre dauern wird. Insofern hätten wir jetzt Halbzeit. Und das ist ja auch genau das, was Herr Dardus gesagt hat. Nur ich hoffe, dass die nächsten 30 Jahre weniger beschwerlich werden und dass wir dann irgendwie so hineingleiten, dass wir vielleicht in der zweiten Hälfte dieser 30 Jahre es dann schon nicht mehr so richtig merken, dass es noch Unterschiede gibt. Okay, danke sehr. Das ist jetzt an sich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich muss mal auf die Uhr gucken. 5 Minuten haben wir noch. Dann mache ich noch eine Runde, frage ich noch einmal rundherum, weil das wird ja auch immer wieder, wir reden darüber, dass sich Ostdeutsche wenig anerkannt finden, dass sie eine Art von Minderwertigkeit empfinden. Gleichzeitig haben die Menschen, die DDR sozialisiert sind, haben die einen Umbruch erlebt, der wirklich nur schwer zu ertragen war. Und Frau Simon, Sie haben es ja bei sich dann in der Praxis gehabt, den viele Menschen eben auch nicht ertragen konnten oder bis heute daran tragen. Inwieweit stärkt das die Ostdeutschen für das, was wir jetzt haben und was noch kommt? Also sprich, die Flexibilität, die Widerstandsfähigkeit, die Anpassungsfähigkeit. Es wäre zu viel verlangt, wenn ich sage, sind dann die am Ende des Weges die Ostdeutschen dann die besseren Menschen? Frau Simon. Ja, dazu möchte ich eigentlich gar nichts sagen, weil es Quatsch ist. Also natürlich sind die nicht die besseren Menschen. Und also ich habe selber immer gesagt, ich habe die DDR überlebt, was soll jetzt noch Schlimmes kommen? Und dann kam Corona. Man weiß nicht, was alles kommt. Ja? Und man kann, ich glaube auch nicht, dass sehr viel Schmerzen, die man schon erlitten hat, dann widerstandsfähiger machen. Also, nee. Okay. Danke, Frau Faus. Ich würde dem zustimmen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es also die besseren Menschen sein sollen. Nein, das war ja auch, war jetzt eine Provokation. Ich weiß schon, aber ich wüsste nicht, warum die widerstandsfähiger sein sollen, nur weil sie schon mal Transformationsleistungen erbracht haben. Also viele sind da ja auch einfach einen Schritt zurückgegangen. Nee, sehe ich nicht. Herr Dahlers? Ja, also ich weiß nicht. Ich kenne aus meiner eigenen Erfahrung, weil ich mit der Frankfurter Buchmesse zu tun hatte, dann
haben wir als Ungarn Schwerpunkt, wir haben die Beziehung zu Leipzig auch aufgenommen. Und die Leipziger Buchmesse war Anfang der 90er Jahre eine ziemlich armselige provinzielle Messe. Und ich habe gesehen, wie mit jedem Jahr diese Messe besser und stärker und repräsentativer wurde. Und das ist doch nicht einfach eine ostdeutsche, aber doch eine ostdeutsche Leistung. Weil die meisten an dieser Messe, die waren aus der ehemaligen DDR. Kultur ist doch das Terrain, wo die DDR immer noch, die ehemalige DDR auch noch, einiges vorzuweisen hatte. Selbst wenn nicht im offiziellen Raum. Also ich finde die Kultur sehr wichtig. Und die kulturellen Leistungen. Ich bin auch in der Sächsischen Akademie. Ich weiß, dass dort Menschen wirklich versuchen, Autonomien aufzubauen. Dankeschön. Herr Marold, hat das die Ostdeutschen gestärkt, dass sie möglicherweise dann irgendwann doch einen Schritt schneller sind bei all den Veränderungen, was wir jetzt gerade erleben, aber auch für die Veränderungen, die noch kommen? Also ich glaube, dass und ich kenne Menschen, die diese Transformation nicht nur als Belastung empfunden haben, sondern als Befreiung, als Beglückung und vor allen Dingen auch als Anregung für das, was sie aus ihrem eigenen Leben machen. Und ich glaube, wir sollten das auch nicht so kleinreden. Wir sollten schon darauf achten, dass es Menschen gibt, die sozial abgehängt werden, ob das jetzt durch Gesetzgebung ist. Ich erinnere mich daran, dass auch die Hartz-Gesetze bei sehr vielen Menschen dazu geführt haben, dass sie eine doch erhebliche Veränderung ihres Lebens zu ertragen hatten. Und ich glaube, wir sollten ruhig ein bisschen darauf gucken, unabhängig davon, ob ein das jetzt härter macht. Es bereichert einen jedenfalls unter Umständen auch so eine Transformation erleben zu können. Und diese Transformation dürfte die meisten Menschen bereichert haben. Vielleicht nicht unbedingt immer nur direkt finanziell, aber vor allen Dingen, was ihre Lebenserfahrung, was ihre Möglichkeiten betrifft. Und ich glaube, das darf man auch bei dieser ganzen Diskussion einfach nicht immer vergessen. Und es sind auch sehr viele Menschen, auch im Osten, die das wissen und die damit auch positiv umgehen. Also wir sollten das nicht vergessen und ruhig auch mal auf die gucken, die tatsächlich was draus gemacht haben aus dieser Transformation. Und das ist deren Leistung. Ja, guter Punkt. Und Herr Wanderwitz, Sie haben das Schlusswort. Wissen das denn auch die Westdeutschen? Die Westdeutschen? Menschen in Westdeutschland, was Herr Marold gerade gesagt hat? Das ist auch ein Punkt, der natürlich Teil der Debatte ist, nämlich dass nahezu jeder und jeder aus den neuen Ländern schon einmal, vielmals in den alten gewesen ist, aber wir immer noch, ich glaube 20% haben, die seit 1990 noch nie die innerdeutsche Grenze überschritten haben. Und deswegen hatten wir letztes Jahr beispielsweise 30 Jahre Wiedergründung Freistaat Sachsen im Erzgebirgsstadion in Aue. Da hatte Michael Kretschmer Armin Laschet eingeladen und der meinte, dann viel weiter aus dem Westen kann man ja nicht kommen als aus Aachen und hat dann aber eben genau diese Themen angesprochen und dementsprechend war auch die Rezeption. Aber ich will noch eins machen, was Politiker gern machen, nämlich eine nicht gestellte Frage beantworten, ganz kurz noch ein Thema einführen. Ich verspreche mir und erhoffe mir eine ganze Menge auch für die Themen, die wir heute diskutiert haben, davon, dass Chemnitz 2025 Kulturhauptstadt Europas geworden ist. Das wird ein toller Prozess werden, diese 4 Jahre dahin. Und ich glaube, das wird auf die ganzen neuen Bundesländer ausstrahlen und wird auch mit vielen Menschen noch mal etwas machen. Und dann waren, ich glaube, es sind 14% oder sowas. Dann waren dann auch die letzten 14% dann irgendwann mal irgendwo, nämlich in Chemnitz. Lohnt sich dann Chemnitz zu besuchen, Genau. Und diese Werbeeinblendung musste sein. Ich hatte noch 2-3 Punkte, die ich mir notiert habe, aber wir müssen das dann einfach verschieben. Aber bis hierhin danke ich Ihnen sehr, sehr, sehr für Ihre Einlassung, für Ihre hochinteressanten, also für den tollen Vortrag von Frau Faust. Aber auch Ihre hochinteressanten Anmerkungen, Antworten und auch kritischen Fragen dazu. Ich denke, wir werden uns wiedersehen. Ich danke natürlich der Deutschen Gesellschaft, dass sie uns hier zusammengebracht hat, zumindest digital. Und ich danke natürlich auch der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in Berlin, dass wir heute hier sein durften und die tolle Technik der Firma Audiosprint nutzen durften. Wir nehmen mit, dass wir alle miteinander noch mehr reden müssen. Und wirklich dieses, was ich am Schluss angesprochen habe, dass auch
eben Ost und West noch viel mehr miteinander reden müssen. Denn ich weiß es nicht, wie es Ihnen geht. Ich erlebe doch sehr oft, dass eigentlich der Mauerfall nur im Osten stattgefunden hat, im Westen irgendwie nicht. Und daran können wir ja dann bis zum nächsten Jahr arbeiten. Sabine Dahl, mein Name. Einen recht schönen Abend. Vielen Dank.